Gut. Das ist der, wie schreibt Nico gerade im Chat, der DSA-Veteranen-Talk. Das sind unsere DSA-Veteranen. Und während wir sie vorstellen, bin ich auch daran am Arbeiten, dass wir ihren Namen einblenden. Bauchbinden, wir wollen Bauchbinden. Ihr wollt Bauchbinden? Okay, dann kriegt Thomas als erstes seine Bauchbinde. Bei wem wollen wir denn anfangen? Ich finde, wir sollten anfangen bei dem Mann, mit dem alles angefangen hat, hier in der Runde ihn vorzustellen. Aber wo ist er verstanden? Beim Alterspräsidenten. Wie bist du der Alterspräsident des Bundestags der Rollenspieler? Ich fürchte bei ihm. Ja. Wir haben, also wir vier haben das höchste DSA-Durchschnittsalter, denke ich mal. Ja, ja. Ja, hat man. Baujahr 63, Tom Baujahr 67, ich 65, Werner Baujahr 48. 49, bitte, mach mich nicht älter. Ja, ihr seid alles Jungspunde, das muss man mal wirklich hier hervorheben. Alles eine Sache der Perspektive, ne? Genau, ja. So. Aus welcher Richtung? Ihr seid alles 60er-Jahrgänge. Mhm. Ja. Wir sind halt alles Second Generation. Ja, da habt ihr das Wichtigste natürlich verpasst. Ja, das siehst du so, Hörbild. Ich wollte das gerade sagen. Das muss man einfach mal dazu sagen. Dass Werner ist die erste Generation. Von der zweiten sitzt niemand hier drin. Ich bin die dritte Generation. Du bist die vierte. Und Tom ist, glaube ich, die neunte. Nee. Die fünf Jahre, was hat tatsächlich so viele Generationen dazwischen? Wir reden hier schon Vampire-mäßig von ordentlicher Diablerie. Ja, ja, wir hatten eben noch Mark Reinhagen hier. Nicht, dass hier irgendjemand sich gegenseitig aussaugt und die Generation versucht zu ändern. Wir haben heute ein spezielles Schwerpunktthema, beziehungsweise zwei. Und eins davon ist das Fandom von DSA. Weil ich winke zurück, ich zähle mich dazu auf jeden Fall. Hallo, ich bin das Fandom, ein kleiner Anteil von ihm. ja, was das bedeutet, wie man die Leute eingebunden hat, was für Möglichkeiten sie hatten und wie das sich bis heute getragen hat. Ist das Femdom von DSA. Ja. Ich bin nicht die Femdom des DSA. Direkt. Wir sind noch keine 5 Minuten online, direkt 1 Euro in die Sprüchekasse. Sehr schön. Ja, Herr Alterspräsident. Ja. Bevor ich jetzt aber irgendwie direkt in diese Richtung abbiege, wir wollten die Leute noch vorstellen. Herr Alterspräsident ist Werner Fuchs und Gründungsmitglied sozusagen. Du hast zusammen mit dem Uri Kiso und dann mit Joachim Alpers als Schreibunterstützung DSA überhaupt erst, sag ich mal, auf die Seite und dann in Kisten und rüber in den Versand geworfen, damit es erscheinen kann. Ja, in den Versand geworfen hat es natürlich der Hersteller. Wir haben das Spiel geschrieben und in den Versand geworfen hat es Schmidt, Drömer, Knauer, als wir mit dem Schreiben fertig waren. Mit der ersten Lage DSA fertig waren. Es ging ja dann in einer fast unendlichen Geschichte weiter. Werner, kannst du ein bisschen näher ans Mikrofon oder das Mikrofon ein bisschen näher zu dir ziehen am besten? Nee, das kann ich nicht. Das ist sehr, sehr wackelig hier, fragil. Ist jetzt besser? Das ist definitiv besser, aber jetzt sehen wir nur deine Haarpracht. Mein Scheitel. Ja, ich kann es auch in die Hand nehmen. Das wäre am praktischsten, damit die Leute dich laut und deutlich hören können. Am ermüdendsten. Ja, das verstehe ich. Aber dafür verstehe ich dich jetzt gut. So ist gut, ne? Ja, so ist perfekt. Oh, da krieg ich einen lahmen Arm. Ja, mach mal weiter, schnell. Ja, okay, schnell weitermachen. Der Mann, der schräg rechts unter mir ist, das ist der Hadmar von Visa und der ist auch noch ziemlich früh dazu gestoßen. Ja. Zum DSA. Also im Gegensatz zu Gerüchten, wie das heute viele Fans sich zusammenreimen, bin ich nicht von Anfang dabei gewesen, aber ich war wohl einer der Ersten, der auf die Idee gekommen ist, an Schmidt-Spieler ein Material zu schicken. Nur da ich Österreicher war, hat das damals etwas länger gedauert. Meine Antwort kam dann auch nicht aus München Schmidt-Spieler, sondern von direkt von Ulrich Kiesow, der gesagt hat, ich soll sofort nach Düsseldorf kommen und
dann bin ich da hingefahren, als 23-jähriger Total-Nerd, der noch nie rausgekommen ist. Und dann haben wir angefangen zusammen zu schreiben und festgestellt, dass wir sehr viel Spaß damit haben. Und jetzt bist du ein nicht mehr 23-jähriger Voll-Nerd. Immer noch Spaß im Rollenspiel hat. Selbstverständlich, natürlich, klar, ich bin nicht mehr 23, aber selbstverständlich bin ich noch immer ein Voll-Nerd. Ich bin inzwischen sogar schon Professor der Nerdologie in Österreich, weil ich tatsächlich inzwischen unterrichte im Game Design Rollenspiel. Und dann zu meiner Rechten, der Thomas Römer, der gestern auch Dankeschön dafür nochmal bei unserer Geburtstagsfeier dabei war. Weil er auch einer der ersten Menschen war, die wir jemals interviewt haben als Orkenspalter TV. Du bist dann auch noch relativ früh in die Redaktion gekommen? Tatsächlich könnte ich die Story von Hadmar fast exakt so wiederholen. Bei uns war es, also der Michael Johann und ich, wir hatten aus unserer Spielerunde dann klassisch, wie Fandom sich benimmt, Regelergänzungen und Hintergrundergänzungen und Karten eingereicht an unseren Regionalmeister, Konzept, was es damals gab, in Düsseldorf und an die Redaktionsanlaufstelle in München. Und auch wir sind dann sofort mit Uli Kiso in Kontakt gekommen, haben uns, war nicht ganz so schwierig wie von Salzburg nach Düsseldorf hochzufahren. Wir haben damals in Bochum gewohnt und sind dann nach Düsseldorf gefahren, haben uns mit Uli unterhalten und da ist bereits aus dem ersten Treffen Abenteueraufträge rausgekommen. Das war dann 86 auf 87 und damit kurz hinter Hadmar, ich denke mal so 2-3 Monate. Und Hadmar hatte da, glaube ich, im Aventurischen Boten schon die ersten Sachen veröffentlicht. Ja, und wir haben dann die Abenteueraufträge bekommen und sind dann, weil wir halt nah dran gewohnt haben an Uli, haben die Chance bekommen und genutzt, an der DSA 2 Magiebox mitzuarbeiten. Und daraufhin hat sich halt eine quasi dauerhafte Zusammenarbeit mit Uli Kiso ergeben. Ja, wobei die tatsächliche Bombe war eure Weltkarte. Ich glaube, ich erinnere mich, Uli hat mir einen solchen Stapel gezeigt mit, da haben zwei Buben aus Bochum, haben doch tatsächlich die gesamte Aventurienkarte jetzt auf einem Format von ungefähr einem Tennisfeld gemacht. Das war tatsächlich die Karte, die dann es war auch ganz auf Rechenkästchenpapier mit Höhenlinien, mit Feinliner gemalt. Die hat Ina dann als Grundlage und auch im selben Maßstab genommen, um ihre großartigen Regionalkarten daraus zu zeichnen. Topografischen Sachen. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, bei Werner ist das Bild eingefroren, aber wir hören ihn immerhin noch. Ich dachte mir, ja. Der Werner guckt die ganze Zeit mit so einem suffisanten Grinsen leicht nach unten. Es ist einfach das Bild, das sich nicht mehr bewegt. Was mache ich denn gegen das Einfrieren? Du kannst versuchen, einmal deine Kamera zu deaktivieren, links unten. Aber dann werden alle Leute hier durch die Gegend geschubst. Ansonsten warten wir. Meistens fängt sie sich irgendwann wieder. Es ist aber ein nicht unvorteilhaftes Standbild, das wir von dir haben, insofern. Das gefällt dir, wenn ich weggucke, ne? Nein, das wollte ich damit nicht sagen, aber ich wollte nur damit hervorheben, weil ich gehöre zu den Leuten, wenn mein Bild stehen bleibt, dann immer zu einem Moment, wo ich wirklich irgendeine furchtbare Grimasse schneide. Insofern bewundere ich, wenn Leute das Glück haben, dass das nicht passiert. Wir können eben noch die Vorstellungsrunde beenden mit Tom, der vorhin sozusagen vor dem Stream noch als das Nesthäkchen ein bisschen bezeichnet wurde hier. Oh, super. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Also tatsächlich war ich zu dem Zeitpunkt, als ihr vermutlich schon mit Uli Kiso Kontakt aufgenommen habt, war ich ja noch ganz normaler Fan. Ich bin ja auch, ich bin, glaube ich, Ende 94 mit Erscheinen des Schwarzen Auges bin ich dann zum Schwarzen Auge gekommen. Und genau. Und das war, ja, ich weiß nicht so ganz genau, ob das nicht sogar Anfang 95 gewesen ist. Das 84. Wird besser werden. 80er Jahre. Genau. Ja, ja, schon 80er Jahre sind auch lang. Ne? So. Die 80er gehen bis 95. Genau. So, aber tatsächlich ist so, dass ich dann viel gespielt hatte und schnell auf die Idee kam, meine Abenteuer niederzuschreiben. Und dann war der erste Schritt, oder es waren zwei parallele Schritte, die ich dann quasi
mit dem Fandom und auch mit Uli in Verbindung brachten. Das eine war der Abenteueraustauschkreis Twistring. Wir erinnern uns, was, ich glaube, 95, es kamen überhaupt nur 4 Abenteuer raus. Und lange Zeit waren ja auch nicht mehr als 4 Abenteuer erhältlich. Es dauerte ja recht lange, bis neue Abenteuer kamen. Und das war die Zeit vor dem Internet. So, und dann hatte ich zu dem Zeitpunkt durch Fragen und auch durch die Empörung, was das für eine blöde Meisterbox war, die erste, wo diese riesen Aufsteller drin waren, bekam ich, ich glaube, 2 Monate später bekam ich überraschend eine Mail von Uli Kiso. Und das war total, also erstmal die erste Mail, was halt von Schmidt Spiele, die sagten, sie bekommen die komplette, oder du bekommst die komplette neue Meisterbox. Weil da gab es wohl genug Empörung und die haben wir völlig neu aufgezogen. Da war ich also völlig überrascht. Und die Fragen werden von Uli Kiso beantwortet. Ich habe gedacht, das wäre irgendein Mitarbeiter von Schmidt-Spiele. So, und dann kam tatsächlich, ich glaube, 1 oder 2 Tage später kam auch ein Brief von Uli, mit dem ich dann also auch schon dann in die Kontaktaufnahmen. Und unter anderem erhielt ich eine der ersten Ausgaben des Aventurischen Botens, ich glaube die erste. Und da war auch schon da war dieses DSA-Club-System drin. Und das hat, da bin ich natürlich sofort habe ich aufgemerkt. So, und dann habe ich darüber den Abenteueraustauschkreis Baben, die kennengelernt. Die sagten dann, was halt, also passt auf, Leute, wir brauchen mehr Abenteuer und unsere Idee ist es, jeder schreibt sein Abenteuer, die Abenteuer, die er hat, nieder, macht davon 10 Kopien, schickt das bei uns ein, ihr kriegt 10 andere Abenteuer. So, und über diesen Kontakt habe ich später sozusagen, habe ich dann auch Kontakt zu Uli tatsächlich bekommen, was halt, weil Heinz Babendieck, der das damals geleitet hatte, der ist irgendwann auf der Rückfahrt vom Urlaub wie bei Uli vorbeigefahren und ist dann nach Bielefeld eingeladen worden. Und zeitgleich habe ich einen anderen Kontakt über die DSA-Clubliste genutzt, nämlich zu Hanke Penning in Bremerhaven, wo wir damals im Norden haben, das liegt uns gleich gegenüber. Und da hatten wir uns dann wieder kennengelernt, das war der nächste andere DSA-Club. Und wir haben dann ein Fanzine ein halbes Jahr später rausgebracht, die Schriftrolle. Ich habe die auch extra alle rausgesucht für heute. Meine ganzen Kartons sind natürlich durchgegangen. So, und das Überraschende war dann, dass ich dann, ich glaube wieder ein halbes Jahr später oder zur Ausgabe 2, 3, irgendwas im Dreh, habe ich dann Hatmar kennengelernt, weil Hatmar die damalige Fanzine-Szene verfolgt hatte und Hanke hatte auch unter anderem ihn mit der Schriftrolle bestückt. Hatmar war aber auch damals auch bei dem Abenteueraustauschkreis Babendieck in Twistring, was halt wie aktiv und hatte meine ersten Abenteuer erhalten. Und dann kam es zu dem interessanten Phänomen, dass Hatmar Hanke anschrieb wegen der Schriftrolle und mich anschrieb wegen eines der Abenteuer, oder der beiden Abenteuer, die ich damals eingereicht hatte bei diesem Abenteueraustauschkreis. So, und dann dauert es, glaube ich, noch mal ein Jahr und dann bin ich dann aber über die Kontakte von Heinz bin ich dann damals nach Bielefeld gekommen. Dort habe ich dann, glaube ich, auch erstmals Hatmar kennengelernt. Wir kannten uns aber halt irgendwie schon schriftlich. Uli und irgendwann in dem Maß, ich weiß, glaube ich, Ömel dich, glaube ich, sogar erst einen Tacken später. Ich weiß gar nicht genau, es muss irgendwie so 86, 87 gewesen sein. Warst du auf dem ersten Bielefeld-Treffen? Weil ich war auf dem zweiten. Ja, ich habe Hatmar halt auch kennengelernt. Genau, ich war auch auf dem zweiten. Es hat schon vorher eins gegeben. Also beim ersten war ich nicht dabei. Ich kann den Leuten draußen kurz erklären. Also der Rollenspiel-Workshop in Bielefeld war Ulrich Kiesows Versuch, all diese heranbrandenden Fanmails und Kontakte irgendwie ein bisschen zu bündeln. Und er hat einfach die Idee gehabt, hat ein Tagungshaus dann in Bielefeld gemietet und wir haben sozusagen unsere persönliche Bielefeld-Verschwörung dort gehabt, wo wir uns heimlich getroffen haben und so getan haben, als würde ach, ihr wart das. Ja, das kommt von euch. Es waren ja nicht nur Fans, sondern das waren halt damals auch die Macher. Ja, da waren dann Leute von Midgard dabei, da waren spätere D&D-Übersetzer, also Uwe Körner, der eine ganze Zeit lang das betrieben hat. Da war Mario Truand mit dabei schon. Da war der Dirk Remmeke, der den bekannten Laden in Hannover hatte und der der Szene auch immer noch erhalten ist. Und der Typ von der Purple Revue. Ja, Jürgen Pirner von der Zauberzeit der Nautilus, ja, genau, und der damals die Trading Cards von
vom Mittelerde Spiel zum Beispiel auf Deutsch übersetzt hat als Chefredakteur. Also alle weitgehend, was halt irgendwie sich mit diesem völlig verrückten neuen Hobby da sozusagen beschäftigt hat. Und was man sagen muss, ein bisschen Eigenwerbung quasi, das Treffen in Bielefeld existiert immer noch. Seit 20 Jahren machen Lena Falkenhagen und ich die Organisation. Und halt auch immer noch mit dem Mix aus Leuten, die Rollenspiele machen und erdenken und Leuten, die es verbreiten und Leuten, die es spielen. Und schon wieder seid ihr in die Bundesliga aufgestiegen. Ich hoffe. Aber du warst damals nie da, ne, Erna? Nein, ich war nie da. Ich war da, als es das noch gar nicht gab. Ich war da, als wir uns privat da trafen mit Ullis Verwandtschaft. Und das war vielleicht ein Jahr, bevor das erste Fan-Treffen stattfand. Aber ich war ja nie im Fankreis von DSA. Ich war eigentlich immer bei FanPro anwesend und habe da die Sachen gemacht. Stimmt, du warst immer das Pro in FanPro. Ja, genau. Du hast das sehr elegant erkannt. Man will das ja nicht selber sagen, aber es ist schön, wenn jemand anders das dann feststellt. Nee, ich war immer beides, aber es ist nun wirklich so, ich habe ja, als ihr angefangen habt, schon kaum noch geschrieben. Wann habe ich mein letztes Abenteuer abgegeben? Das wird das Solo gewesen sein, in den Zyklopeninseln, ne? Wie heißt das noch? Nee. Das, was danach war, war dieser Vierbänder, den ich gar nicht selbst allein geschrieben habe, sondern mit anderen Leuten. Südmeer-Tetralogie. Das war noch nach den Zyklopeninseln. Ja. Aber das letzte war wahrscheinlich bei mir 89 oder so. Mhm. Nico hat im Chat auch gerade mitgeraten quasi. Ja. War es die Südmeer-Tetralogie? Ich wollte gerade sagen, warum müssen wir sie kaufen? Das sollen die Fans sagen, die wissen das alles viel besser als Das stimmt. Das Problem ist doch, die Fans wissen immer alles besser. Die wissen alles besser. Ich stehe doch da rum auf dem Redcon, da in der Kinohalle, wo der Hatmar immer seine großen Shows abgezogen hat. Und dann zeigen sie da ein Dia über die Zyklopeninseln und machen einen Quiz daraus. Ja, stimmt. Und es wurde gefragt, wie die einzelnen Inseln heißen. Ich wusste keine. Aber einer, der hat alle so runtergebetet. Aber ich habe die alle erfunden und benamst. In den 90ern hat Schmidt in Essen auf der Spielemesse auch regelmäßig ein Quiz für DSA Hintergrundprofis abgehalten. Also da sind sowohl Fragen zu dem, was man heutzutage Lore nennt, also wirklich Hintergrundinfos, und auch zu Regelsachen gestellt worden. Und das war schon harter Stoff. Ich war ja 1993, habe ich das für FanPro dann das DSA Lexikon mit herausgegeben und war in den ganzen Hintergrundsachen wirklich ziemlich drin. Und ich hätte mir nicht zugetraut, da in den Schmidt-Quizzen in die Endrunden zu kommen. Da waren Fans dabei, die einfach das Zeugs geatmet haben. Wer hat denn die Fragen da aufgestellt? Doch nicht der Willi Grögel, oder? Der Willi war da teilweise, und wie hieß denn der etwas kleinere? Roland Siegers. War das der Roland Siegers? Also so ein etwas älterer Mann mit tiefer Stimme, richtig tiefer Stimme. Oh, nee, komme ich nicht mehr auf den Namen. Ich müsste mal sagen, dass Willi Krögel war damals noch der Hauptverantwortliche für DSA bei Schmidt-Spiel. Das war sozusagen auch der Hauptverantwortliche für die Fanbetreuung. Ja, der war der Hiwi sozusagen. Dem haben sie einen Halbtagsjob verpasst und er hat die ganze Geschichte mit den Fanclubs gemacht und so. Genau, aber der hat das gut gemacht. Der saß wirklich mit diesen sprichwörtlichen Waschkörben von Fanposter, weil damals waren die Auflagezahlen ja natürlich gigantisch und die Reaktion unglaublich. Ja.
Und deswegen haben wir dann dieses Regionalmeister-System eingeführt, das dann auf die einzelnen Bundesländer verteilt Zuständige waren. Und ich war dann für Österreich und die Schweiz zuständig und später sogar für Paraguay, weil wir südamerikanische Fans dann auch noch gehabt haben mit Deutschen außer anderem. Okay, lass uns das mal von vorne aufrollen. Also wie schnell nachdem DSA existierte, kamen denn die Waschkörbe voller Fanmails? Also wann begannen Leute sich zu melden? Nee, du hast das gerade von Ömel und mir gehört. Also ich habe das Zeug November 84 in einem Salzburger Spieleladen gesehen und habe sofort innerhalb von ein paar Wochen eine 60-seitige Hintergrundbeschreibung mit Material geschrieben, was ich gefunden habe, was dringend nötig ist. Und das haben Unmengen gemacht. Also das ist sehr viele Leute. Ich weiß nicht genau, wann der erste aventurische Bote rausgekommen ist. Das muss 85 gewesen sein. Ich auch, ja. Und da waren bereits diverse Clubadressen drin, ja. Weil, ich weiß nicht, war in der Startbox eine Postkarte drin oder sowas, dass man sich anmelden konnte. Ja. Auf jeden Fall hat Schmidt da das Fandom bereits sehr früh initiiert und bespielt. Die haben das Marketing ja drauf gehabt. Die haben ja ihre Kulis verkauft in den Boxen. Stimmt, was recht immer diese gelben Dinger oder blauen. Und das ist damals kreuz und quer in Gelb alle mit Richtungen. Blauem Kopf. Ja, genau. Das ist in alle Richtungen gegangen. Also wo immer die Fans irgendwo eine Adresse haben. Als ich vor 10 Jahren nach Hamburg übersiedelt bin, mein Haus verkauft habe, bin ich mit schlechtem Gewissen in meinen Keller gegangen und da stand noch immer eine dieser riesen Boxen voll mit Fanbriefen. Und da habe ich mir gedacht, ich muss da jetzt wenigstens einmal nochmal reinschauen und einen aufmachen. Dann habe ich so ein bisschen geblättert und dann war da so ein Name dabei, da stand Kai Meier drauf. Und dann dachte ich mir, naja, das ist lustig, der klingt ja fast wie einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Fantasy-Autoren. Hab nachgeschaut und hat sich herausgestellt, der 13-jährige Kai Meier hat mir da tatsächlich damals ein Abenteuer geschickt. Ich habe mich dann später bei ihm gemeldet und gesagt, sag mal, Kai, kann das sein, dass du mir deine erste Publikation an mich geschickt hast? Und ich dachte, ja, stimmt, jetzt, wo du es sagst. Und du hast nie geantwortet. Ich habe sie jetzt gefunden. Also tatsächlich, Kai war damals bei den ersten 50 oder 100 Clubs wieder dabei, die damals aufgelistet waren. Wir waren nämlich auch dabei, oder ich war auch dabei, und das war, ich glaube, man auch. Das Postkarten, genau, ich glaube, das war das Postkartensystem, was hier drin war. Aber das, ich glaube, was man nochmal ganz entscheidend ist, was man nochmal erklären muss, damals gab es kein Internet. Es gab ja praktisch nicht mal, jeder hatte einen Rechner und was halt, also ich weiß nicht, die ersten PCs oder Homecomputer, da liefen zum Beispiel auch schon Spiele drauf, wie, ich weiß, ich habe beim Kumpel damals Goonies gespielt und solche Geschichten, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt noch gar keinen Rechner. Das ist also alles ganz, ganz anders gelaufen. Das heißt, es war gar nicht so einfach, sich überhaupt in irgendeiner Form halt wie zu verdrahten. Und wenn ihr vielleicht ja schon tatsächlich direkt Kontakt zu Uli wie aufgenommen habt, lief das bei mir aber tatsächlich über die Fanzine-Szene, die ganz entscheidend war. Und es gab damals eine ganze Menge Fanmagazine in Deutschland, die auch natürlich im Austausch standen. Wir haben dann Cons abgeklappert. Ich dolmetsche auch wieder kurz. Ein Fanzine ist ein Blog, aber ohne Internet. Aber auf Papier. Die Leute kennen noch den Spiegel online, Spiegel Print. Also es waren, ich habe die mal mitgebracht. 50 Seiten, aber es gab auch welche dabei, die haben 1000 Auflage gehabt. Also die Sachen, unsere hat 2000 gehabt sogar, die Science Fiction Times. Ich habe die mal mitgebracht, meine alten, die Schriftrolle. Genau. Das sind halt 15 Ausgaben, was hat gelebt. Die waren damals DIN A5, die sind zusammenkopiert. Die erste Ausgabe, die habe ich zum Teil noch am Rechner, in der Schreibmaschine sowas halt geschrieben. Die musste man dann tatsächlich in, Moment, das war, ja gut, hier haben wir noch, das kam was war das? Ich hatte dann tatsächlich schon einen Drucker, oder doch, die ersten Drucker waren schon, aber ich weiß, ich habe auch noch Sachen, habe ich dann was halt irgendwie eingegeben, was halt irgendwie in die Schreibmaschine und so weiter. Viele Sachen sind noch auf Blaupause gemacht. Das, ja. Was du meinst, ist Spiritus Umdruck. Genau. Ja, die hast du benutzt. Die hast du damals jedem deiner Briefkontakte, hast du immer noch so ein Packen Spielmaterial zugeschickt, Rundenberichte und so weiter und so fort, Artikel. aber tatsächlich, wir haben ja tatsächlich vor allen Dingen über die Fanzine-Szene einfach andere, ich sag mal, Macher was kennengelernt. Das hat Auswüchse gehabt. Ich will jetzt mal so 4 Sachen vorstellen. Und zwar, das sind jetzt nur die DIN A5 Sachen, weil alle DIN A4 Hefte, von denen es auch zahlreiche gab, die habe ich dann das sogenannte Fanzine-Archiv schon vor ein paar Jahren gegeben. Wer sich dafür interessiert, kann da mal reingucken. Aber zum Beispiel hier der letzte Held, Andreas Michaelis. Das war auch eine der ersten Ausgaben.
So, das war auch Minder 5 Heft, guter Freund, mit dem wir damals auch viel in Kontakt standen. Die haben dann auch insgesamt sehr viele Nummern produziert vom. Ja, ja, sehr lange. Also, die standen mit der Redaktion in Kontakt. Genau. Wir haben zu Havena gedruckte Softcover-Ergänzungen gebracht, ja, auch A4-Ausgaben, ja, die auch wirklich sehr weit im Umlauf waren. Also auch das so als Kontakt Fanzine und Redaktion. War nicht von Fanpro, aber durchaus kanonisch. Ja. Dann, was haben wir noch gehabt? Was gab es denn sowas? Es gab Clubmagazine, das war zum Beispiel den Störtebeckers Erben in Hamburg. Das kam später, erst nachdem ich aus Hamburg gezogen bin. Das ist ein tolles Cover. Ja, so hast genau. Hast du nicht gestern Abend gesagt, dass ja, du hätte auf Twitch keine Brüste. Genau. Dann sowas. Das hat waren alle 14 bis 18 und waren nur Jungs. Was ja, dann ein Jahr hat es gegeben, jeden Monat, das hier will ich auch immer vorstellen, das war Roleplayers Monthly von Jürgen Schmidt. Das ist der Hammer gewesen. Der hat mit seinem Team versucht, jeden Monat alles, was an Rollenspielinformationen neu war, rauszubringen. Ist danach, ist an diesem Heft aber auch kaputt gegangen, ein Jahr, weil heute, was man sich, könnt ihr vorstellen, klar, heute geht man ins Internet und schaut sich das halt immer an, und wir haben versucht, das innerhalb jeden Monat zu sammeln, alles, was an Neuigkeiten rauskam, wo die sich dann also Produktionskataloge durchgeguckt hat und so weiter, das war natürlich kaum aufrechtzuerhalten. Übrigens schnell nur als Anekdote, Jürgen Schmidt macht das Ganze inzwischen für die EU, wenn der EU-Kommissionspräsident zu gewissen Themen etwas sagen möchte, liegt dem Jürgen noch immer so ein Kompendium hin, wo seine im Wesen drinsteht, was er sagen soll. Diplomat, genau. Dann ein tolles Heft, das war von Jörg Kleutgen, der Leviathan, auch damals Liga 5, und das war cool. Der hatte tatsächlich auf jedes Heft, was hat ein Foto aufgemacht. Das hier ist, das ist kein Druck oder was im Dreh, sondern der das hat ein echtes Foto draufgeklebt. Foto. Genau, das war, da hab ich gesagt, okay. Also von chemisch entwickelten Fotos, das heißt, ja, genau. Fotos gleichzeitig gemacht. Kein Mensch hat damals 50 Fotos von einem Foto. Genau. Und jetzt wollte ich gerade noch den Trodox raussuchen. Es gibt Fanzines, was hat die bis heute noch existieren. Ich habe jetzt gerade vor zwei Monaten ungefähr oder anderthalb Monaten habe ich was halt wie die neueste Ausgabe von Trodox was hat bekommen. Das war auch ein Fanzine, was damals in den 80er, Anfang 90er wie rauskam. Und falls ihr hier gerade zuguckt, ich muss ja noch antworten. Vielen Dank dafür, dass ihr mir das zugeschickt habt. Aber da gab es unglaublich viele. Ich weiß nicht, Hatmar, Ömel, was glaube ich, wie viele Fanzines gab es damals? Ich würde jetzt sagen 40 oder sowas, oder? Hätte jetzt 3 Dutzend gesagt, ja. Ja. Ich habe ungefähr für 40 regelmäßig zugeschickt bekommen. Ich war völlig süchtig nach dem Zeug und habe festgestellt, dass ich dort diese cleveren Sachen gratis bekomme, wenn ich, Geld habe ich keins gehabt, wenn ich ihnen Material schicke. Und dann habe ich das halt hemmungslos ausgenutzt, bis sie sich beschweren angefangen haben, dass ich allen das gleiche Material geschickt habe. Dann habe ich festgestellt, dass sie auch miteinander reden antworten. Das ist ja ganz typisch für diese Fanzine-Szene, dass man untereinander austauscht und sein Wissen erweitert und im Endeffekt eine Szene bildet. Ja, ja. Genau. Aber das war wirklich das, Fanzine-Szene. Dann, ich glaube, das Bielefeld-Treffen für alle Aktiven, bei der Uli nachher auch immer mehr Fanzine-Macher eingeladen hat. Da waren ja eine ganze Menge auch. Ne? So, weil er wusste, okay, die streuen auch. Ich weiß noch, ich hatte eine Schriftrolle, hat es mal ein Havena-Abenteuer gegeben. Das wollte er ursprünglich mal nehmen, was halt für den aventurischen Boten. Kam es dann aber mir nicht zu und was halt nicht. Aber so hatte er seine Kontakte auch gepflegt und was halt, und das war die Art und Weise, wie ich damals Uli kennengelernt hatte. Aber ja, das war immer noch der zweite Kreis, der innerste Kreis war ja nun ihr. Ne? Aber ich meine, also ich glaube, dieses Interaktive, das ist wirklich ganz extrem typisch, und wahrscheinlich ist da auch das deutsche Rollenspiel extrem, was das angeht. Das ist in anderen Bereichen, in anderen Ländern nicht unbedingt so krass. Dieser Versuch, sich wirklich zu beteiligen, wenn es war ja schon bei Perry Roden so, dass Perry Roden nach einer Generation von den Fans geschrieben wurde, die zu Autoren geworden sind teilweise. Mhm. Und bei uns, ich würde sagen, dass heute jeder, praktisch alle, die beim DSA schreiben, heutzutage natürlich aus dem Fandom gekommen sind, oder? Ja, das ist wie bei Velvet Underground. Wenige hatten die Platte, aber alle, die sie hatten, haben eine eigene Band aufgemacht. Ja. Ja. Nee, es ist natürlich tatsächlich so. Es ist in den anderen Ländern auch so, vielleicht nicht im Rollenspielbereich so eklatant, aber wir haben es in der Science Fiction, wir haben es in der Fantasy, wir haben es Fanzines gibt es natürlich auch in der Rockmusik. Wir haben es mit Influencern zu tun, ohne dass wir das Internet haben. Wir haben es mit Leuten zu tun, die
Wege beschreiten, vorangehen, Pioniere und andere gehen hinterher und alle, also ich kenne nur wenige Musiker oder auch Autoren, die selber keine Fans waren. Die ganze Science-Fiction-Szene, alle waren irgendwie Fans. Ne? Und wenn da so ein Asimov, Jahrgang 1920 in die Golden Age Science Fiction von Campbell reinkommt, wo die Autoren 10 Jahre oder mehr älter sind, ist das ganz klassisch. Ne? Du hast einen Fan, oder Bradbury schreibt 1937 in einem Leserbrief: Ich habe zwar noch nichts verfasst, aber ich bin großer Fan von euren Sachen. Ihr werdet alle noch von mir hören. Ja, das haben sie. Ja. Aber das, da ich recht werde, stimmt, das ist weitgehend ist das ja echt typisch für jede Fiction. Ich meine, Spielberg, der offensichtlich die Abenteuerfilme seiner Jugend als Indiana Jones verfilmt hat, und Quentin Tarantino, der bis zu den Filmschnittfehlern versucht, die schon Filme seiner Jugend zu machen. Oder machen, ne? Dass jetzt die ganzen Superhelden verfilmt werden, liegt natürlich daran, dass meine Generation in den USA diese Comics gelesen hat in den 60er, 70er Jahren, und jetzt als Erwachsene, wo sie die Kohle und die Macht haben, wollen sie genau diese Geschichten haben. Das ist ganz typisch. Ihre Jugendträume verwirklichen. Mhm. Und ich glaube, es ist wirklich, man kann es mit Fug und Recht sagen, dass alle Leute, die nach den allerersten an DSA gearbeitet haben, erst Fans waren und dann dazu gekommen sind. Ja, ich weiß nicht genau, wie es mit den wirklich ganz jungen Leuten war. Jörg Radatz war, glaube ich, 17 und hat einen Beitrag direkt beim Aventurischen Boten eingereicht, der dann Uli ins Auge gefallen ist wegen Sprache und Humor. Und bei Nils Gaul, der dann damals noch jünger war, der war, glaube ich, 15 erst, war es halt auch ähnlich. Die haben Direkteinreichungen gemacht. Die haben halt tatsächlich das Spiel gespielt oder gelesen. Und hatten die Chuzpe, halt sich dann direkt mit der Redaktion oder mit den zentralen Stellen. Und ich kann mich sehr genau daran erinnern, dass beide von Uli sehr, sehr lobend erwähnt wurden mir gegenüber. Das sind zwei Youngster, die sind sehr vielversprechend. Denen sollten wir mal eine Chance geben. Ja. Ja, gerade hat übrigens noch einen anderen, Parallele zu einem anderen Einstieg gehabt. Wir haben damals beschlossen, dass wir aventurische Baronien vergeben anfangen, damit die Spieler sich irgendwie beteiligen können. Und dann kam da ein unglaublich dreister Brief von einem Herzog, der erklärt hat, es wäre eine Frechheit, dass man sein Herzogtum neu vergeben möchte. Er sei doch bereits Herzog von Weiden. Und er weiß zwar, dass er sehr weit im Norden sitzt von der Hauptstadt, aber er möchte das bitte jetzt hiermit bestätigen. Er hält die Grenze gegen die Orks und er möchte das bitte hiermit jetzt nicht nochmal lesen müssen. Und das war dann auch von einem Jörg Radatz, und den haben wir dann sofort offiziell zum Herzog von Weiden gemacht. Also der hatte die richtige, ja, kurz bist du richtig aus. Ja, bei mir war es ja auch nicht anders. Ich meine, ich habe mich hingesetzt, habe das gelesen und sofort beschlossen, da muss was rein, was die überhaupt noch nicht haben. Ich habe eine Stadtbeschreibung an die damals geschickt. Und Uli rief dann eben an und sagte: Schade, wir haben gerade jetzt die Havena-Box veröffentlicht, aber dein Material wäre genau gewesen, was wir eigentlich gebraucht hätten. Vielleicht also, Chuzpe ist das, was, das ist sinnvoll, macht das. Mhm. Beteiligt euch an der Sache, das ist hochgradig interaktiv. Vielleicht, um kurz nochmal einzuhaken, bei den Baronswettbewerben, die wir ja zyklisch mehrfach durchgeführt haben. Klar, das war natürlich irgendwie ein Zückerchen für die Spieler, dass sie offiziell an der Welt mitarbeiten konnten, wenn sie halt clevere Beiträge geschickt haben, aber es war für uns natürlich auch ganz bewusst ein Autoren-Screening-Programm. Mhm. Können die Leute sich tatsächlich auf ein Thema fokussieren? War ja gerne mal, dass die Baronswettbewerbe dann themenspezifisch waren. Können die Leute darauf fokussieren? Können sie richtig schreiben? Können sie sich an Umfänge halten? Und rechtzeitig abgeben, genau. Das war halt schon ein, ja, es war nicht vom Verlag aus, sondern von der
im Endeffekt von der Redaktion, also von Uli Kiso organisiert, aber schon eine Mitarbeitersuche, ganz deutlich. Also ich hatte immer den Eindruck gehabt, das lief letzten Endes über drei Seiten. Das eine war tatsächlich Fanzines, also überlegt zwischen Michel, Ragnar Schwefel, Torvald Standard zum Beispiel. Mhm. Na, dann gab es was halt, also nur als ein Beispiel, wer später noch bei DSA auch viel gemacht hat. Dann auf jeden Fall die Fanzines, die hat Uli definitiv akribischer studiert. Also ich weiß, wir haben sogar eine Ausgabe, habe ich einen Leserbrief von ihm drin, ziemlich früh. So, da weiß ich aber auch, das passt genau zu dem, was du sagst, gucken, ob die Leute schreiben können und dann natürlich Kontakte von Kontakten. Ne? Also das kommt ja auch noch dazu, weil gerade am Anfang, da wird vielleicht Werner was dazu sagen können, war es ja zum Beispiel auch gar nicht zu sehen, wer hat eigentlich die Abenteuer geschrieben. Ich glaube, die Autoren sind gar nicht gelistet gewesen, nicht in den ersten vier Abenteuern. In namenlosen Abenteuer, ja. Ja, genau. Ich weiß nicht mal, ob ich damals registriert hatte, Werner, dass von dir das tolle Zyklopeninsel-Solo rauskam. Oder ob ich das später erst begriffen habe. Da stand ich aber drin als Autor bei den Ja. Ich glaube, es war nur bei den ersten vier, wo es in der Erstauflage nicht drin war. In der Erstauflage standen wir nicht drin. Ich habe das sofort gemeckert danach. Ne? Ich komme ja aus Publishing. Ich habe ja damals schon Buchreihen als Herausgeber betreut und habe zu Schmidt gesagt, was ihr da macht, geht gar nicht. Ne? Und Drömer Knauer wusste das natürlich auch, dass das so nicht läuft. Ja, aber das ist ja gerade auch damals erst entstanden, dass ein Spieleautor aus auf einem Brettspiel parallel auch erst passiert. Das haben solche Verlage wie Schmidt natürlich ganz gern unter den Teppich gekehrt, dass ein Autor hinter so einem Spiel steht. Ja. Eigentlich sollte nur Spitzspiele dahinter stehen oder Ravensburger. Ja. Diese Autoren bei Spielen, die kamen erst durch diese mega erfolgreichen Leute wie Alex Randolph oder Sid Sexton aus Amerika zustande. Erst da wurde klar, dass wir hier Leute haben, die wie Autoren bei einem Buch hinter einem Spiel stehen. Mhm. Ja, und wo es auch sinnvoll ist, weil die Fans dann anfangen, sich doch zu überlegen, von wem sie was lesen wollen, auch innerhalb einer Reihe. Ja. Ich würde für mein Leben gern wissen, wer die Sportspiele von 3M bearbeitet hat, geschrieben hat, gemacht hat, wer die Verfasser, die Autoren dahinter sind, die Denker dahinter. Mhm. Du hast nur eine Firma, die steht da und sonst kennst du niemand. Ja. Das ist eine Sauerei. Aber das wissen die meisten nicht. Das ist ja praktisch in allen Unterhaltungsformen so gewesen. Auch im Filmbereich war das zum Beispiel so. Die Sturmfilme sind am Anfang, sind die Darsteller nicht illustriert worden. Und dann gab es halt plötzlich Fanpost für The Girl with the Curls, das Mädchen mit den Locken oder sowas. Ja. Dann haben sich vier Künstler zusammengeschlossen, haben die United Artists gegründet. Das waren Charlie Chaplin und also der größte Comedian. Und Douglas Fairbanks Senior, der größte Actionstar. Und die Mary Pickford, die damals die aufregendste Frau war und der vierte war, bringt das noch jemand zusammen? Griffith? Also ich weiß nicht. Also was haben Griffith die plötzlich beschlossen? Nee, weiß ich jetzt auch nicht. Wir schreiben uns da als Name. Eine Jugend. Ja, und wahrscheinlich, wenn du zurückgehst, das ist mit Büchern ja auch so. Von den frühen Texten, irgendwann aus dem Mittelalter, weißt du ja oft auch nicht, wer es geschrieben hat, weil einfach die Idee noch nicht da war, dass der Autor, der Kreative, wichtig ist. Aber wir sind nicht mehr im Mittelalter. Ja, wir haben uns noch erlebt. Ja, genau. Ich würde gerne, also die Fanzines waren somit das Erste, was sich dann auch sehr schnell entwickelt hat in Fanprojekten. Aber wie es Hartmann dann erklärt hat, ein Fanzine ist im Grunde ein Blog, nur dass er tatsächlich auf Papier rauskommt. Sobald dann es in die Richtung ging, dass das Internet nutzbar wurde und für mehr Leute haben sich auch eine Menge Dinge entwickelt. Was sind so Projekte, die euch in den Kopf kommen, wenn ihr da nachdenkt? Entschuldigung, du hast eine Sache, hast du noch vergessen. Da gab es noch etwas, und wir haben es gerade vergessen, nämlich die sich rasch etablierende Live-Rollenspielszene. Da sind auch unglaublich viele Kontakte zustande gekommen. Oder man hat Leute überhaupt erst kennengelernt. Also ich glaube, Böbel, wir kannten uns schon über Bielefeld, wir haben uns aber natürlich bei Live-Rollenspielen dann auch getroffen, aber ich weiß, dass ich über Live-Rollenspiele viele Leute kennengelernt habe, die dann irgendwann später mir auch als Autoren in irgendeiner Form wieder zu Gesicht kamen. Weil klar, weil alles ein großer Freundeskreis. Aber vielleicht den Aspekt sollte man vielleicht auch noch erwähnen. Kriegen Sie einmal kurz nehmen. Da wäre halt gerade Hartmar, kann da sicherlich noch was erzählen, weil er 1991, 92 die ersten Live-Rollenspiele mit organisiert hat und da dann zum Beispiel Jörg Radatz und Heike Kamaris auch mit dabei waren. Auf dem ersten Live-Rollenspiel, größeren Live-Rollenspiel, nein,
Das erste kleinere Live-Rollenspiel, auf dem ich war, Ende 93, war ein Geburtstags-Live für Susi Michels, die dann als Ayla von Schattengrund die Rondra-Päpstin in Aventurien später war, und für Timo Gleichmann, der einer der kreativen Köpfe von Saltatio Mortis jetzt ist und auch lange Jahre aktiver Rollenspieler DSA und Shadowrun zum Beispiel auch war und ist. Was wir so losgetreten haben. Ja, ja. Also in den 90ern auf den Lives, auch wenn es ganz selten mal DSA-Lives waren, haben sich natürlich schon auch immer die kreativen Köpfe und die Die-Hard-Fans von verschiedensten Fantasy- und Spielwelten getroffen. Es ist, als jemand, der sehr viele DSA-Live-Rollspiel gemacht hat, aber dann später, ist das faszinierend zu hören. Weil heute ist das fast ein bisschen getrennt voneinander, die Pen-and-Paper-Spiele und die LARPer bei DSA. Also das ist aber eigentlich schade. Also muss ich echt sagen, weil damals war es deutlich noch mehr in Wazaki zusammen. Ich glaube, mein erstes Live-Rollspiel habe ich 91 gemacht bei Hatma. Dann fing es bei uns an, dass wir die auch Spiele organisierten ab 92. Und dann breitete sich irgendwie ab der Zeit, breitete sich explosionsartig aus. In Österreich gab es aber irgendwie schon Spiele zu dem Zeitpunkt. Und ich weiß mittlerweile auch selbstverständlich auch in Süddeutschland. So, aber ich von originalen jetzt DSA Live-Rollenspielen habe ich später erst gehört, und da muss man sicherlich auch noch die ganze Baronsspielerei mit reinrechnen, weil das ja auch so eine Hybridform gewesen ist zwischen Live-Rollenspiel und Brettspiel, was halt das. Die Freeforms, die dann auf den allerventurischen Konventen auf dem Bildstein abgehalten wurden, sind natürlich Crossover-Formen zum Live-Rollenspiel. Ja. Gerade dann später die Krönungen und so was. Ja, mit der Spaltung, das kann ich schon auch bestätigen. Also ich habe damals, als ich 91, habe ich euch alle, euch Fanzine-Herausgeber eingeladen. Das waren eben über 40 Adressen. Und da ist damals nur die Hälfte gekommen. Und das war schon damals ganz deutlich sichtbar. Es gibt eine Stubenhocker-Rollenspieler, die das lieber schauen wollen. Und das wird ihnen zu real mit Live-Rollenspielen. Und die andere Hälfte hat gesagt, ich hau mir auch gerne Schaumgummischwerter um die Ohren und friere im Wald und krieg nichts zu essen. Und ich finde das da war schon für mich eine klar sichtbar, dass das einfach zwei Herangehensweisen, sagen wir mal, ans Fandom sind. Naja, jemand mit dem Nick, Aram und Franziska schreibt im Chat, Hatma war in Turnschuhen auf dem ersten Live. Klar, jeder das, von uns. Das war zu einer Zeit, wo das nicht so einfach war, sich irgendwie passende Fußbekleidung zu besorgen. Und Stiefel zu kaufen. Oh, wenn du die Fotos aus den 90ern sehen würdest, also schon alleine, wenn wir sie uns wieder angucken, das ist irgendwie wirklich Facepalm-Momente vorprogrammiert. Wir haben halt... Orks waren Strumpfmasken. Es gab ja nichts und wir mussten improvisieren. Ja, Orks waren sehr gerne Strumpfmasken. Autositzbezüge als Felle, die klassischen Flokatis und Piratenhemden und Schnürstiefel natürlich. Wir mussten die Waffen, mussten wir zwischen auch selbst herstellen. Es gab keine Anbieter für sowas. Mhm. Das war in der Zeit, das war Anfang der 90er, Mitte der 90er, da gab es einen Freund aus Hamburg, die fingen an, mit Latex zu experimentieren. Das machten andere sicherlich auch, aber Latex-Schwerter zum Beispiel sind mir, glaube ich, das erste Mal, Leute, korrigiert mich, 93 oder was habe ich überhaupt erst, oder 94, ja. Wenn überhaupt erst, man hat das erstmal untergekommen, die Rest waren mit Tape und was hat die umwickelt. Ich habe mir das Tape und es gab natürlich neben der Tape-Fraktion noch die Stofffraktion. Ja, oh Gott. Die tatsächlich Socken. ein Bambusstock, eine Schaumgummimatte und dann halt außen eine graue Socke drüber gezogen. Ja. Alles selbst genäht, passend für die Schwertform natürlich. Und ja, Tape jede Menge. Wobei die Tape-Waffen sich wirklich gut halten. Ja? Also die alten Latex-Waffen aus den 90ern, die sind tot, aber die Tape-Waffen, die halten immer noch die paar, die wir haben. Ich habe vor 10 Jahren habe ich meinen gesamten Fundus vernichtet und da waren Waffen dabei, die habe ich im 91 gebaut. Bambusstab, eine alte Geschirrspülmittelflasche durchbohrt, damit hast du die Axtklinge gehabt, dann der Fortschritt war dann schon
Campingmatten zu zerschneiden. Vorher haben wir einfach nur irgendwelche Schaumgummimaterialien. Wir haben auch einfach experimentiert. Am Anfang haben wir halt ein bisschen so eine dünne Schicht Leukoplast drumherum gemacht. Dann haben so viele Leute sich beschwert über blutende Wunden, dass wir beschlossen haben, das wollen wir vielleicht noch ein bisschen einschränken. Ich finde es schön, dass man blutende Wunden davon hat, dass man mit Pflaster geschlagen wird. Obligatorisch waren damals bei unseren Live-Rollenspielen Waffentests. Und zwar bei demjenigen, der die Waffe mitgebracht hat. Und zwar waren, glaube ich, immer drei harte Schläge mit der Waffe. Das hat man schnell gesehen. Wer im Prinzip seinen Besenstiel mit Tape einfach nur umwickelt hatte, dem hat es wehgetan. Die Waffe ist meistens dann auch entfernt worden, aber ich habe von sowas weiß ich heute nicht mehr, weil das heute viel professioneller ist. Aber es war natürlich schon, ich weiß, als ich 91 von dir hat man damals die Einladung bekam, auf das war ein Spiel, wo unter anderem zum Beispiel auch Jörg Radatz und Heiken, was halt wie da gewesen sind. Das war schon, wo ich dachte, oh Mann, ich habe hier schon ein echt nerdiges Hobby. Aber jetzt mit Gummipump für mich im Wald hinzustellen, mit Anfang 20, komme ich mir noch ein bisschen komisch vor, musste dann aber feststellen, dass das einfach nochmal ein weiterer Kick war. So, und das hat ja auch nicht jeder nachempfinden können. Ich glaube, Uli war von Live-Round-Spielern nie so angetan. Also ich weiß, der hat ja unter seinem Pseudonym damals in der Wunderwelt, hat er dann ja auch, die Magazine. Hätte man auch noch drauf kommen können. Es gab damals ja einige Spielemagazine, auch schon der 80er, die ganz wichtig für die Szene waren. Das war jetzt nicht nur Zauberzeit, später Wunderwelten, oder später Nautilus, da gab es auch mit den Simo Fund. Da weiß ich noch, was halt wie irgendwann, da war DSA 1 gerade draußen und dann, ja, die haben irgendwie 50 neue DSA-Zauberformeln oder 30. Jeder wollte diesen Simo Fund haben, der sofort ausverkauft war. So. Also, es waren der Herausgeber hat ja auch eine Zeit lang für Schmidt gearbeitet. Ach, deswegen, okay, ja. Das war wirklich krass. Ich habe selber hat es geschafft, den ersten aventurischen Boten draußen zu haben und da war schon von einem Halbprofi bereits schon das Erweiterungsmaterial draußen auch. Ja. Es waren 42 Zaubersprüche. Ich habe das Heft nämlich letztens noch in der Hand gehabt. Du hast das, super. Ich habe das. Und jetzt sag, wie der heißt. Es war tatsächlich auch eine Quelle für die Erweiterung der 25 oder was es waren, DSA 1 Zauber, auf dann das Buch der 11x11 Zauber in der DSA 2 Magiebox. Ich weiß auch, dass Werner von Live-Rollenspiel wahrscheinlich nicht viel gehalten hat, weil als wir ihn dazu gebracht haben, tatsächlich sich einen Magierhut aufzusetzen, der gesagt hat, das ist das erste Mal, dass er sich verkleidet hätte. Das tut mir leid, das muss ich zugeben. Darf ich nur ganz kurz eine Frage stellen? Natürlich. Ist dein Stuch auch eine, was hat man gerade? Ich habe schon wieder vergessen. Eine Labwaffe? Der Stabteil des Stuchs ist eine LARP-Waffe, aber das dran gebundene Buch ist, glaube ich, würde nicht durch den Waffencheck kommen. Das ist halt Metallkantennutzung. Das ist Tesa, ne? Nein, das habe ich tatsächlich mit einem Lederriemen und sowas dran festgebunden, meine improvisierte Waffe, wenn die arme Torwallerin auf einmal zaubern muss. Natürlich war ich kein LARP-Fan. Das letzte LARP, was ich gemacht hatte, war mit 8 Jahren, als ich Römer oder Pirat oder irgendwas mit einer Holzwaffe durchs Schilf in Aalen marschiert bin und mich mit anderen geprügelt habe, die da auch durchmarschiert sind, um irgendein Lager zu erobern. Das ist meine LARP-Geschichte und die habe ich von, Sigurd Akim, sowas. Ne? Das ist... Ich finde es schön, dass das direkt auch LARP genannt wird, weil ich finde, die Parallelen sind sehr groß und für mich ist LARPen auch das, was mein inneres Kind sehr anspricht. Ich nenne das doch nicht LARP, ich sage das wegen euch hier. Das war damals Waldgeländespiel. Ja, so nannte man das. Wir hatten überhaupt keinen Namen für, wir haben uns einfach geprügelt. Nee, aber das alte Cowboy und Indianer war genau. ein Live-Rollenspiel. Die Rollen waren ja da vorgegeben, was du zu spielen hast. Und bei mir war halt, ich war halt der eine, bei dem genau dieser Übergang nicht mehr stattgefunden hat. Ich habe einfach nicht aufgehört, als Kind zu spielen und daher habe ich das gemacht und irgendwann dann plötzlich mit 20 festgestellt, die Wiener machen etwas Ähnliches, das hat jetzt einen Namen, das heißt jetzt Live-Rollenspiel. Okay. Und die anderen sind saufen gegangen und du hast Live-Rollenspiel gemacht. Ich hatte keine Freunde und ich wusste nicht, was cool ist und daher habe ich stattdessen solche Sachen gemacht. Und jetzt muss man saufen nach dem Live-Rollenspiel manchmal. Um da mal eine Linie noch zu ziehen, wenn du sagst, die Wiener, das waren Ariochs Erben, nehme ich an. Ja.
Ja, wir hatten 1990 einen Verein mit 400 zahlenden Mitgliedern für Live-Rollenspiele. Die hatten als Grundregelwerk für ihre LARPs ein Point-Buy-System, das auf Champions aufbaut, Champions Hero System. Bisschen GURPS und ein bisschen Champions. Genau, und das wir dann in Deutschland bei unseren LARPs auch übernommen haben, also für unsere kleineren LARPs. Und das dann durchaus eine der prägenden Sachen war, um daraus die DSA 4 Regeln, die ja auch halt die Charaktergenerierung über Point Buy waren. Das war da wieder auf das Champions- bzw. GURPS-System zurückgeführt. Ich würde gerne dann aber auch noch, damit wir im Rahmen der Zeit, die wir gesteckt haben, auch die Themen, über die wir auf jeden Fall reden wollten, abhaken können, noch mal wieder zurückkommen auf die Sachen, die sich dann entwickelt haben, sobald das Internet sich in Richtung 2.0 zumindest bewegt hat. Mhm. Die Foren und solche anderen Möglichkeiten, dass Fans sich zusammenschließen. Habt ihr Beispiele, die euch zumindest irgendwie untergekommen sind oder wo ihr dann auch beteiligt wart? Beteiligt nicht, aber ich weiß, was für mich wichtig war, was halt war, als die erste, auf die ich aufmerksam wurde, als ich endlich vernünftige Rechner und vor allem Internetanschluss hatte, war das WinSalt-Forum. Mhm. Das war für mich unglaublich wichtig. Ich war auch echt traurig, als das dann dicht gemacht wurde. Ich weiß gar nicht, wie lange hat es? 5 Jahre oder 6 Jahre hat es dann wirklich schon bestanden gehabt? Noch länger. Länger, also. Immer länger, sowas halt. Das war anfangs zumindest auch eine gute Diskussionskultur. Es war sehr viel zu finden. Und dann bin ich von dort aus, natürlich habe ich mir andert und mir auch andere Programme angeguckt oder andere Foren angeguckt. Aber das war für mich eins der ersten, die wichtig waren. Und da hatte ich auch das Gefühl gehabt, dass eine ganze Menge von uns Kollegen, was halt auch dort aktiv waren. Ja, also definitiv, WinSalt war lange Zeit die Go-To-Adresse in Sachen Foren, weil halt auch Autoren, engagierte Fans da Fragen beantwortet haben, Kommunikation darüber geführt haben. Ein Teil des aventurischen Baronsspiels ist ja natürlich über das WinSalt-Forum abgewickelt worden. Also das heißt, die Horasreich oder Liebliches Feld Spieler waren da organisiert. Da sind wir wirklich auch redaktionsseits sehr häufig gewesen. Mhm. Bei anderen gerne mal wirklich reingeguckt. Sehr früh dann auch festgestellt, viele Sachen sind halt ja persönliche Meinungen, die man nicht unbedingt teilt. Das haben dann starke Persönlichkeiten gehabt, die ihre starken Meinungen vertreten haben und gerne dann auch eine eigene, ich sag mal, Fanbase aufbauen wollten. Aber für DSA-Sachen, für einen, wie Tom auch schon gesagt hat, qualitativ höherwertigen Austausch war WinSalt wirklich die Nummer eins. Ich richte eben kurz aus dem Chat aus, Aram und Franziska, eine Userin, die wusste, das hat mal in Turnschuhen auf der Con, also vermutlich irgendwo aus dem Bekanntenkreis kommt, ja, muss weg und liebe sagen. Grüße. Grüße zurück. Dann nachher bei mir melden, damit ich weiß, wer du bist. Es gibt Beweisfotos. Ja, du hast recht. Ja, du hast recht. Ich hatte Turnschuhe an, aber nur bei den Magier-Szenen. Meistens war ich barfuß. Das ist, ja, wenn man Druide spielt, kann man dann sowieso, das passt dann. Dann fällt mir ein, wir haben natürlich inzwischen eine DSA-Datenbank, eine Wiki-artige, die gemeinsam gepflegt wird. Die kann ich nicht so hoch hervorheben, wie wichtig sie inzwischen für viele Leute geworden ist. Und ich denke, alle, die noch aktiv für DSA schreiben, greifen darauf zurück, allein um zu wissen, wo sie nachlesen müssen, wo die weiteren Informationen stehen. Die Wiki Aventurica nutze ich und ich habe seit 8 Jahren eigentlich nichts mehr mit DSA am Hut, nutze ich auch immer noch, um zwischendrin mal ein bisschen verlorenes Wissen wieder aufzufrischen.
Oder auch, wenn ich ein paar ältere, noch eingeschweißte Bände über eBay verkaufe, um dann mal nachzugucken, wie viele Seiten hatte das eigentlich? Was war der Erstverkaufstag? Solche Sachen, die in der Wiki Aventurica halt auch drin niedergelegt sind. Ja. Also das ist schon eine großartige Ressource. Ja, und das ist die Stelle, wo der Fanatismus der Fans plötzlich eben zusammenwächst, wirklich auch mit den Interessen der Autoren, weil es einfach wirklich großartig ist, wenn die Leute, die es am allerbesten wissen, und der Vorteil von Wikis ist halt, dass in jedem Bereich, der dort arbeitet, der sich halt zu dem konkreten Thema am besten auskennt, und plötzlich hast du eine warme Intelligenz. Ja, eine warme Intelligenz. Du bist im Grunde wie ein Profi-Autor, der ein eigenes Rechercheteam hat, das dir zuarbeitet, dem du einfach ganz Ordner hinschmeißen kannst, sagt, bitte sag mir was zu dem Material. Insbesondere, was habe ich eigentlich vor 15 Jahren verzapft? Ja. Moment, Wiki Aventurica. Das suchen wir jetzt raus. Das ist ja das Schöne, du hast dann ja eine Autorenseite auf der Wiki Aventurica. Oh, das Foto ist tolle Haare auf dem Autorenfoto auf der Wiki Aventurica. Das liegt daran, dass die Wikipedia ein Foto gebraucht hat. Irgendjemand hat meuchlerisch bereits 2003 von mir einen Wikipedia-Eintrag angelegt. Direkt nach Oscar Wilde, so in der Größenordnung, was meine Wichtigkeit angeblich angeht. Völlig absurd. Und dann wollte ich immer ein Foto drin haben und dann hatten die ja natürlich die Ansprüche, dass das nicht geöffnet sein muss. Und daraufhin habe ich mich selber in einem Fotoautomaten selber abgeschossen mit einem Bild, über den sich alle einig sind, mich eingeschlossen, dass ich wie Charles Manson dabei ausschaue. Und das steht inzwischen auch in dieser Wiki drin, ja. Also insofern sind die Einträge... Das sah aber immer ziemlich gut aus, wenn man das drumherum weglässt. Also, wenn du wissen willst, was du vor 15 Jahren an DSA gemacht hast, habe ich mit ein paar Klicks jetzt auf der Wiki Aventurica herausgefunden, dass es am genauesten trifft Feuer und Asche, ein Handyabenteuer vom August 2005. Ja, stimmt, nämlich. Ja. Tada! Damit haben wir was gefunden, was Hatmo vor 15 Jahren gemacht hat. Das war wirklich irre, was da mittlerweile zu sehen ist. Das war damals natürlich, ich glaube, es gab ein, zwei Sachen, da hat man so referenzartig dann natürlich auch mal reingeschaut. Das war schon nicht schlecht, da war schon viel drin, aber das ist in den letzten Jahren so kolossal gewachsen, ist Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Also dann noch ein Internetprojekt, das ich sehr wichtig gefunden habe, war, als Ömel und ich beschlossen haben, wir verwüsten einen Teil von Aventurien, damit Barbara zurückkommen kann, haben sich herausgestellt, wir haben vorher diese braven Fans dazu Baronen ernannt und da mussten wir einige von ihnen opfern. Also es hat sich damals wirklich sehr echt angefühlt für mich. Und dann haben wir halt sehr lange rumverhandelt, was wir machen. Im Endeffekt haben wir uns auf den klassischen Narrativ geeinigt, dass es doch aus dem Osten kommt. Und eine der Sachen, die dabei passiert ist, war, dass dann eine größere Gruppe von Spielern gesagt hat, ja, ist okay, aber sie würden gerne einen letzten großen Widerstand machen. Und sie würden einen letzten großen Rondra-Zug starten. Im sicheren Bewusstsein, dass das wahrscheinlich im Untergang endet, aber das waren sehr viele Rondrianer-Spieler. Walter Scholger hat das damals organisiert. Und da sind dann sehr schnell 500 Leute zusammengekommen. Und das haben wir dann auch zum Beispiel online organisiert. Die haben sich weitgehend selbstverwaltend gemacht. Das genau. Und nickt auch. Wir haben genug Interaktion gehabt. Ich habe versucht, ihnen immer wieder ein paar so grundsätzlich taktische und strategische Informationen zu geben, soweit wir selber welche gehabt haben. Und sie haben halt zurückgemeldet, der Aventurische Bote war ja wieder eine Möglichkeit, wo man wieder sich drin mit beteiligen konnte. Also das ist sowohl im Print, wie also in Privatrunden, als auch in einem gemeinsamen Forenqualität, also wirklich multimedialst abgelaufen. Es ist auf der, also tatsächlich multimedialst, weil es auf den Vorläuferveranstaltungen des Allaventurischen Konvents, ich glaube sogar noch auf der Katlenburg und nicht auf der Bielstein, wo wir dann rumgefragt haben, wer möchte denn bitte gerne im Rahmen eines großen Projekts seinen Baronstitel und seine Ländereien wieder verlieren. Und die Tobrier halt auch durchaus am lautesten geschrien haben, ja, hier, vernichte uns, gib uns rondrianische Prügel. Vernichte uns! Mach uns fertig! Nein, das muss ich erklären. Gib uns Tragik! Das waren die echten Helden, als es darum gegangen ist, wer steht in der ersten Reihe und lässt sich niedermähen, haben die sich freiwillig gemeldet. Das war schon beeindruckend. Ja. Also das sind Sachen, wo sich wirklich also das Pathos von des Spielens mit Realität vermengt, weil ich meine, die hatten zu dem Zeitpunkt ja wirklich Jahre ihres Lebens hinein investiert in diese Baronien, in diese Charaktere. Dann haben sie also wirklich zugeschaut, wie wir ihnen das
Also diese Baronie-Publikation, wenn man immer sagt, die USA ist jedes Klohäuschen von jedem Gasthaus irgendwie ausdefiniert, war es offiziell ja nie wirklich so weit. Aber die Baroniebeschreibungen, die wir eingereicht bekommen haben, das sind wirklich eine Baronie in Nordmarken, in Garetien, wo auch immer, die dann teilweise 120 Seiten hatte, wo dann tatsächlich irgendwie jeder Stallknecht und jede Rittmeisterin und jede Burgruine inklusive exische Vergangenheit auf das Jahrzehnt genau halt drin definiert waren. Hat man schon richtig gesagt. Da haben die Leute Jahre ihrer Lebenszeit reingesteckt und dann für die Baurat-Kampagne oder die aventurischen Auswirkungen der Baurat-Kampagne haben sie das für uns geopfert. Das kann man nicht hoch genug hängen. Und diese Fanbeschreibungen waren übrigens liebevollst im Design und Vorbild wie eine klassische Regionalbeschreibung gemacht, nur halt nur noch einen Level kleiner. Also ich habe das Klohäuschen haben wir, glaube ich, effektiv in einem gefunden. Das war tatsächlich beschrieben vor seiner Burg. Draußen steht so ein klassisches Holzhäuschen mit dem Herzchen draußen. Das hat als Örtlichkeit, ja, die bespielbar war, beschrieben. Ja, spielt sicher wichtige Szenen. Wollt ihr eigentlich noch auf die Cons? Also, als gibt zu dem Thema DSA, wer weiß, was noch alles kommt. Das ist vielleicht auch schön. Wolltest du noch auf die Cons eingehen, als Treffpunkt auch für die Szene? Gerne. Ich möchte noch kurz reden drüber, weil sie auch Geburtstag haben. Ich meine, Orkenspalter hat gerade Geburtstag. Wir sind 11 geworden. Es Orkenspalter TV, nicht Orkenspalter das Forum. Das ist schon viel älter. Aber. Ich erinnere mich, als wir gerade angefangen haben, das zu machen, da waren wir noch nicht lange dabei, wurde Nandurion gegründet von mehreren Leuten, um Informationen, einfach alles, was zu DSA und News kommt, zusammenzutragen. Und wir haben da auch eine Menge Freunde gefunden und die werden gerade 10 geworden. Glückwunsch. Also die Teenager, genau. Ja, also über euch müssen wir auf jeden Fall nachher noch kurz auch reden, weil ihr definitiv zu der Infrastruktur von Schwarzes Auge und Rollenspiel massiv dazu gehört und auch dieser multimediale Aspekt bei euch wieder noch eine neue Qualität erreicht. Wir sind über die Videos. Ich finde das gerade eine sehr lustige Runde. Wir sind der Viererrunde, glaube ich, sind wir noch nie zusammengesessen und es kommt sofort wieder was ganz was anderes heraus. Wir haben jetzt schon ja, die letzten 5 Jahre viele Jubiläumssitzungen gehabt, aber kommen wieder ganz andere Anekdoten heraus, wenn wir zusammen sind. Ja, also es stimmt, in unterschiedlichen sozusagen Kombinationen, Thomas und Werner zum Beispiel haben regelmäßig auf der HeinzCon ihr Panel gehabt über die Frühzeit von DSA. Alte Säcke über die Frühzeit von DSA, ja. Oder wie Thomas es nannte, alte Männer erzählen vom Krieg. Ja, wobei, ihr zwei, das muss man vielleicht dazu sagen, die beiden haben natürlich wieder über den Verlag intern eine Beziehung, weil die ja zusammengearbeitet haben. Ich bin ja nur alle 3 Monate, 4 Monate mal raufgefahren nach Düsseldorf. Das waren 1200 Kilometer, war eine richtig lange Strecke damals. Um dann halt wieder ein bisschen mit Uli eine Woche lang bei ihm auf der Matratze zu liegen und während der Zeit mir ganze Kontinente mit ihm zu verwüsten oder Rassen auszudenken oder was immer halt. Die Hochklasse-Unterbringung für Autoren. Ja. Ja, Conventions ist auch so ein Stichpunkt, was sich entwickelt hat. Also tatsächlich war es, für mich war damals entscheidend tatsächlich erstmal der Start, das ist der Vorgänger vom NordCon. Da gibt's Spielertreffen aller Rollenspieler Deutschlands. Ja, ja, es soll angeblich heißen Spielertreffen aller Rollenspieler Deutschlands, ist aber, es wird auch gern kolportiert, dass ich der Tom Luke damals, das dann später ausgedacht hatte, das hieß am Anfang nur Start, man weiß es nicht genau. Das hat auf jeden Fall der Start, ist der Vorläufer vom heutigen NordCon, der hat stattgefunden bis 93, da in dem Jahr ist dann Norin pleite gegangen. Dann hat es noch irgendwie 1 oder 2 Jahre so eine Nachfolgeveranstaltung von einem privaten Spielladenbesitzer hier in Hamburg gegeben. Das hieß dann nicht Start mit D, sondern mit Start mit T. Und dann hat sich der NordCon, was halt wie entwickelt und der ist ja bis heute auch geblieben, aber der knüpft natürlich an diese Tradition an. Und ich fand die Cons damals unglaublich wichtig oder auch diesen Con unglaublich wichtig, nicht nur, weil der jetzt zufälligerweise in meiner Stadt war und einer der größten war, sondern weil man einfach auch Leute real life gesehen hat. Also ich habe zum Beispiel
Andreas Michaelis damals, der hat damals den letzten Helden rausgegeben, der hat sehr viel gemacht für DSA, also im Fanbereich, aber auch, der hat auch Kontakt zu Uli gehabt, der hat sich sehr viel, sehr, sehr lange, sehr, sehr eindrücklich um Havena zum Beispiel halt gekümmert, hat auch ein, zwei Publikationen geschrieben, glaub, mit ein paar Solo-Abenteuer von ihm, die habe ich damals das erste Mal kennengelernt, viele, viele andere aber auch, dann später natürlich der Rapcon. Ganz klar, auch ganz, ganz wichtig, weil... Ja, von mir, aber darf ich vorher noch mal eingrätschen? Grätsch away. Wegen Tom Loke. Mhm. Er war Übersetzer für Alpers und mich, genauso wie Uli Kiso. Ach, ja, das wusste ich zwar schon gar nicht. Und wichtige Frage, die Con oder der Con? Der Con, natürlich. Ja, ich sage beides fast synonym. Die Convention, aber ich sage bei euch. Bei euch, aber vor 1980 ist es der Con. Ja, ich fürchte auch, dass wir alten Hasen den Titel müssen wir beanspruchen. Das ja. Ja, dann noch Hannover spielt, ziemlich groß. Und natürlich, weil wir gerade hier sind, theoretisch sind wir gerade auf dem Feencon. Auf dem Also wisst ihr, warum der Feencon heißt? Nein, würde ich gerne hören mal. Ich kenne eine Geschichte. Weil unser erster Fancon hieß, von Fancro. Ach so. Dann haben wir uns, der erste fand in Ratingen statt. Greg Stafford war Ehrengast. Und dann Wolfgang Jeschke war Ehrengast. Und dann haben wir uns auseinanderdividiert. Die einzigen, die zusammengeblieben sind, sind mein Banker, der damals den Redcon mitveranstaltet hat, weil er in Ratingen war. Der Michael Solitär. Jetzt grätsch ich kurz rein, von wegen, weil du sagst, dein Banker, weil der war halt Mitglied der sogenannten Ratinger Banker-Fraktion im GFR. Gegen die es gab eine ganze Ratinger Banker-Fraktion. Wie viele Ratinger Banker? So hießen die. Das waren halt, ich sag mal, es waren auch ganz normale Rollenspiele, aber etwas gesetztere Berufe, während die Kölner Anarcho-Fraktion der GFR halt eher so die Punk- und Metal-Hörer waren, die auch teilweise ganz früh in Kutte auf den Conventions gelaufen sind. Und früher konnte man ja noch, gab es ja das große Spiel irgendwie, wir zählen, gibt es mehr Blind Guardian-T-Shirts oder mehr Manowar-T-Shirts? Das war so dann tatsächlich eher die Kölner Fraktion. Und wir haben Fanpro-Sites, und da gebe ich jetzt wieder an Werner zurück, dann halt mit den Ratingern, weil die bei uns quasi um die Ecke waren. Und natürlich als Düsseldorfer arbeiten wir nicht mit Kölnern zusammen. Das ist ja eine andere. Korrekt. Aber du hast es schon gesagt, Manowar und Blind Guardian, das ist das, was ich heute so erlebe, wenn wir hier andere Veranstaltungen haben. Star Trek und Star Wars, das kommt mir so vor, wie wenn es Blind Guardian und Manowar wäre, wenn ich in der Musik solche Veranstaltungen mitmachen würde. Jetzt bin ich gespannt, was davon was wäre. Ja. Nee, ich habe ehrlich gesagt heute zum Hans-Jürgen Klitsch gesagt, der das Buch geschrieben hat, hier Shaking All Over. Eigentlich ist es Roland Kaiser und Queen. Ja, gut, dass du das gesagt hast. Queen ist Star Wars und Roland Kaiser ist Star Trek. Ja, da ich auf Hard Rock nie so besonders informiert war. Das haut rein. Wer zur Hölle sind diese ganzen Typen, die immer mit Blind Guardian-T-Shirts vor mir stehen? Die standen bei mir im Laden in Krefeld reihenweise rum. Ja, in Krefeld. Und irgendwann 2005 oder 2006 gab es die RPC, das war ja auch eine Zeit lang eine Role-Playing, also eher eine gigantische Messeveranstaltung. Role-Playing-Convention von Amigo.
Genau. Und da habe ich bei irgendeiner Gelegenheit auf einer DSA-Bühne stand ich plötzlich oben und hatte Blind Guardian als meine Groupies hinter mir als Dekoration stehen. Ja, also allein daraus, ja gut drauf. Allein daraus muss ich folgern, dass sie wohl nicht mit Manowar mithalten können. Auf jeden Fall freue ich mich auf jeden Fall. Da hatten wir bei Fanforum. Ich habe sie plötzlich als Dekoration gehabt. Sagen wir so, sie sind vielleicht nicht so weit bekannt, aber dafür haben sie auch dann wiederum einen anderen Ruf. Und darf ich das einfach mal fragen? Also bitte, ich nehme an, es ist eine deutsche Band oder ist das eine... Es ist eine deutsche Metalband aus Krefeld. Aus Krefeld und die gingen bei mir im Laden rum die ganze Zeit. Das waren Fantasy-Fans, die haben viel Tolkien-Material bearbeitet. Hansi Kirsch hat jedem, also der Kopf der Band, wirklich sehr deutschen Namen, Hansi Kirsch und großer Fantasy-Freund und halt in den Blind Guardian-Texten jede Menge Silmarillion drin. Also es gibt ja ein ganzes Konzeptalbum, das Silmarillion oder Teil des Silmarillions wird. Und sie müssen ein sensationelles Merchandising gehabt haben, also wie gesagt, weil auf dem Radcon war also wirklich jahrelang waren die schwarzen T-Shirts wirklich in zwei Gruppen eingeteilt. Und das war, also meiner waren Blind Guardian und sonstige. Also die Sache ist, wenn du halt Leute hast, die gute Musik machen und dann machen sie die Texte über das, was du selber liebst, nämlich über die Fantasy-Romane, die du selber gelesen hast, dann ist es sehr leicht, dahin zu kommen. Und sagen wir mal so, wir hatten einmal durch bizarre Zufälle das Glück, dass wir einen Dreh mit denen hatten und dann haben wir tatsächlich bei ihnen, glaube ich, aktuelle DSA-Sachen dagelassen, weil Interesse bestand. Insofern, die bestanden, früher standen sie bei Werner im Laden und jetzt war es so, dass sie immerhin dann die Sachen immer noch so, oh, das sieht ja interessant aus. Ach, so sieht das heute aus. Ich habe ja schon lange den DSA nicht mehr gesehen. Ja. Das geht ja auch noch weiter. DSA war ja auch immer eine große Nummer auf so Gothic-Festivals, Mira Luna oder so. Habe ich gestaunt. Ich wusste gar nicht, dass das so zusammenpasst. Aber die ganze schwarze Szene und DSA war schon irgendwie verbandelt. Ja, wir haben jetzt inzwischen eine ganze Anzahl Bands jetzt inzwischen schon erwähnt, die irgendwie was damit zu tun haben. Jörg Leutgen, der das Fanzine rausgegeben hat, hat zum Beispiel, der schon seit 20 Jahren hat, auch eine eigene sehr darke Band. Und also ich weiß nicht, immer wieder, irgendwann einmal meine Tochter hat mich mit irgendwen, den sie angefannt hat, gesagt, Papa, ich habe gerade ein Interview mit dem gehört und der ist ein Fan von dir. Und das war irgendwie... Und jetzt besorgt mir das Autogramm, leg los. Richtig, genau, das habe ich dann natürlich gemacht. Dass ich meine, machen wir einen Deal, du kriegst eins von mir und dafür gibst du meiner Tochter eins von dir. Das ist völlig freaky, was da passiert ist. Also, ja, aber das wächst halt auch alles zusammen. Das ist. Ja, es gibt auch das, aber auch das ist. Hardcore, schwarze Szene, das gibt es ja auch noch Leute, die normale Musik hören. Dazu gehöre ich. Also ich höre überhaupt keinen Hardrock. Ich habe früher meine kleine Mittelalterphase gehabt, als ich in meiner Live-Rollenspielgeschichte. Ansonsten, ihr beide wisst, was ich sonst wie höre. Ich bin auch gerne für Popmusik, was halt die zu haben. Was halt also auch dort sind, Fans zu finden. Nicht, dass ihr glaubt, ihr seid hier alleine. Also. Aber die tragen halt seltener die T-Shirts auf einer Convention. Dann fallen sie nicht. Aber so der Übergang, da wird Werner sicherlich mehr erzählen können, von den verschiedenen Fanszenen, jetzt Rockmusik und Science-Fiction, ist ja 60er, 70er Jahre auch schon massiv. Das heißt, das ist jetzt auch kein neues Phänomen, was irgendwie mit Rollenspielen oder Fantasy so zu tun hat, sondern das ist schon traditionell, dass sich Nerd-Fandoms stark überlappen. Ja. Und in die Musik dann zu wissen, wer in welchem Monat das Schlagzeug bei welcher Band gespielt hat und dann, nachdem er wegen Drogenbesitz 3 Monate im Knast war, zu einer anderen Band gewechselt hat. Das ist ja auch härtestes Nerdtum. Das ist es natürlich. Das ist Spezialistentum bei... ich will nicht sagen im wissenschaftlichen Bereich, sondern im Pop-Bereich. Und eigentlich das erste Fandom, das gab es bei Rodolfo Valentino in den 20er Jahren. Da waren die ersten Frauen, die haben das erste Fandom da quasi dargestellt, gegründet. Nein, ich,
behaupte mal, dass das erste Fandom waren die Bacchantinnen von Dionysos, die alle Fans, alle Nicht-Fans zerrissen haben. Und das ist der erste Schritt. Richtig. Ja. Du bist Exilgrieche, oder? Die Frage ist, was Sie als Fandom bezeichnen. Ich weiß, war völlig überrascht, als ich tatsächlich Texte von meinem Großvater fand, die der Kerl irgendwann zwischen 1900 und 1912 geschrieben hat. Das war für eine Vereinszeitschrift, für den ETV, Heinsbüttler Turnverband. Und die, ganz ehrlich, die haben sich jetzt nicht so sehr unterschieden von den Dingen, was halt wir oder wie ich jetzt deutlich, deutlich später was halt die geschrieben habe. Das waren dann irgendwie von irgendwelchen Spielen, die sie hatten, also keine Ahnung, das, ach, was war Handball oder was auch immer, was sie gespielt hatten, nur Fußballberichte, dann was halt wie Interview mit irgendeinem Spieler und so weiter, ist eigentlich genau das, was halt, was wir letztens machen, was bis heute halt wie läuft. Also das größte Buch ist diesbezüglich, ich weiß noch nicht mal mehr, ob ich jetzt den Titel zusammenkriege, aber es ist von John Savage, der die Punk-Bibel England's Dreaming geschrieben hat. Und das geht über Jugendkulturen und einzelne, und zwar weltweit einzelne Gruppierungen. Und das geht bis hin zu den Edelweiß-Piraten in Köln. Oh, es gibt... ich hatte neulich, war ich in einem Talk zu toxischem Fandom, wo dann tatsächlich dann auch anwesende Volkskundler dann einen kurzen Abriss drüber gegeben haben. Es gibt eine Fandom-Forschung und man ist sich relativ einig, dass sozusagen das Erste, was wir uns als Fandom vorstellen und verstehen können, die Leute waren die unterschiedlichen Mannschaften beim Pferderennen im römischen Umkreis gefolgt sind. Weil es dieses Phänomen hatte, dass es gar nicht so wichtig ist, wie erfolgreich ist was oder sonst irgendetwas, sondern das Dazugehören und die Anhängerschaft und auch das Gemeinschaftsgefühl sind da wichtige Teile von gewesen. Genau, die Grünen und die Blauen sind in Byzanz so mächtig gewesen, dass sie das Äquivalent moderner politischer Parteien gewesen sind. Und da ging es nur darum, ob man dem Grünen oder dem Blauen Quadriga-Team offiziell angehört hat. Das hat dann Qualität ein bisschen Gewerkschaft und Partei hinein sozusagen gehabt. Also in der menschlichen Natur. Ja. Fandom ist eine sich natürlich entfaltende Kraft, sozusagen. Ja. Genau. Dann bleibt mir noch ein, es muss noch mindestens eine Band geben, die Streuner heißt, also die nach einer DSA-Heldentyp benannt sind. Die finde ich immer wieder auf YouTube, dass sie irgendwelche Lieder posten. Das ist immer sehr schwer zu beurteilen, wie erfolgreich das sind, wie kommerziell das sind. Martina Nöth hat doch wieder was gemacht, da wisst ihr sicher mehr dazu. Oder? Musikalisch oder weiß ich jetzt? Oder verwechsel ich das gerade? Na egal. Ja, Martina hat als anderer natürlich eine CD rausgebracht und ist lange Jahre, was heißt lange Jahre, 4-5 Jahre sicherlich auch live aufgetreten als richtige große Band, wenn auch nicht professionell, weil sie hat da auch Studium und Beruf schon gehabt. Und soweit ich weiß, hat sie mal überlegt, eventuell das Amber-Projekt nochmal wieder zu beleben. Was natürlich großartig wäre. Ich war lange Zeit auch ein eingeschworener Fan der Band. Mhm. Und Martina Nöth ist als Abenteuer- und Hintergrundautorin und vor allen Dingen als Romanautorin im DSA-Bereich ja auch dann lange aktiv gewesen. Kannst du es nochmal wiederholen, Werner? Die ist ja auch bei FanPro publiziert worden. Ja, genau. Ich glaube, dass das ja vielleicht sogar eher die naheliegendere Musikrichtung ist. Also alles, was so ein bisschen Richtung Mittelalter Musik geht, wo dann halt auch so Sachen zusammenwachsen. Die Menschen in Kostümen, die Fantasy spielen, natürlich gerne dann die Musik dabei haben. Leute, die am Tisch zusammensitzen, gerne das Ambiente dann Musik haben wollen und dann das einfach sehr naheliegend ist, dass plötzlich Künstler in dem Bereich sich auch verwirklichen. Ja, cool, ne? Super, Fandom überall. In unterschiedliche Richtungen. Es gibt ja auch den Fachbegriff des transformativen Werks, wenn Fans etwas nehmen, was sozusagen professionell produziert wird und dann ihre eigene Sache dazu machen. Wobei ich glaube, die Grenzen bei DSA ja fließend sind, weil wir bei euch ja auch gehört haben, dass es sozusagen mit, ich habe als Reaktion einfach mal was dazu geschrieben oder ich war bei Fanzines und dann die Grenze also, ist schwer zu ziehen, richtig? Fanfiction in dem Sinn hat es bei DSA eigentlich
Ja, also es gab nicht diese scharfe Grenze. Wir haben redaktionsseits halt gerne gesagt, das würden wir gerne offizialisieren. Es gab natürlich Publikationen, die waren entweder thematisch einfach unpassend. Also die hatten eine massiv andere Aventurienvorstellung als wir. Oder Sachen, die, ich sag mal, handwerklich nicht so waren, dass man sie hätte offizialisieren wollen. Aber die Menge des Materials, was wir halt übernehmen konnten, weil das Schwarze Auge ja ein Projekt, ein ongoing Project, Work in Progress die ganze Zeit war, konnten wir halt sehr viel von außen aufnehmen. Wir haben bis hoch in die 90er war der Kanon oder das kanonische Material einfach noch nicht so umfangreich, dass es einen massiven Block dargestellt hätte. Mhm. Erst halt tatsächlich mit mehreren Regionalboxen war es dann halt eine träge Masse, gegen die man schwer ansteuern konnte und irgendwann halt sagen musste, okay, kriegen wir da spricht den Text, der Physiker. Den Text, den man bekommen hat, der uns wirklich gut gefällt, kriegen wir den in unser Material noch integriert? Oder sagen wir dem Menschen, der da was geschrieben hat, klasse gemacht handwerklich, aber setzt doch mal folgende Schwerpunkte, damit wir es offizialisieren können. Ja. Ich glaube, das ist der eine Unterschied, wo Rollenspiel sich von anderen Fictions unterscheidet, dass Rollenspiel von Natur aus interaktiv ist. Und mhm. Also schon die Spielleitung ja davon ein Narrativ ist, wo gemeinsam erzählt wird und wo der Spielleiter reagiert. Und das hat ganz offensichtlich Uli schon von Anfang an war von Anfang an sehr willens, Leuten einfach die Chance zu geben, mitzuarbeiten. Für mich war es immer das Definierende überhaupt von dem, was ich hier tue, dass ich für mich die Geschichte überhaupt erst befriedigend und vollständig ist, wenn die anderen. Also ich will sogar so weit gehen. Warum ist der Spielleiter hochgradig immer jemand gewesen, der immer aufgenommen hat, was passiert ist? Also ich glaube, das ist ein massiver Unterschied zu anderen Fans. Und dass wir ich würde auch sagen, dass anders als du, Ümit, würde ich sogar sagen, Rollenspiel ist sogar das Medium mit der meisten Fanfiction. Denn jedes nicht publizierte Abenteuer ist Fanfiction. Jeder Artikel, alles im Prinzip, da kannst du eigentlich zu Fanfiction was zählen. Also ich sage jetzt in Abgrenzung zum Beispiel, sagen wir mal, zu Harry Potter, wo die Leute dann irgendwelche Fanfiction schreiben, sagen, okay, ich sehe jetzt die Geschichte der Welt an oder gibt es ja noch genug andere Welten, aber gerade das Rollenspiel ist eigentlich prädestiniert dafür, dass man sagen kann, das schlägt in puncto Fanfiction alles. Und manches von der Fanfiction wird dann zum kanonischen Material, keine Ahnung, entweder weil es gleich so gut ist oder wie du gerade vorhin schon gesagt hast, dass man dem Autor was nahelegt, sag mal, kannst du einfach die und die Setzung nochmal verändern, das hat sich inzwischen verändert oder das wusstest du vielleicht nicht. Und das machen die dann ja in der Regel auch und sagen, geil, wenn ich jetzt in eine Anthologie reinkomme oder überhaupt ins offizielle Autoren, auf den offiziellen Autorenlevel gehievt werde, dadurch was halt, dann ist man ja gern dazu bereit. Aber wenn ich mir die Masse an Sachen angucke, das ist Rollenspiel top, ganz oben. Ja, und dann kommt noch ein Aspekt dazu, dass das Rollenspiel natürlich einen Materialhunger hat, wie überhaupt kein anderes. Wenn du frontal von einem Buch oder einem Film oder einem Computerspiel bespaßt wirst, hast du ja wenig Möglichkeiten abzuweichen. Aber der Spielleiter braucht ja ständig neues Material und saugt daher überhaupt alles auf, was er irgendwie kriegen kann. Und wenn daher die ersten 20 Jahre war das, was von den Fans gekommen ist, ja vor allem komplettierend. Wir waren einfach immer begeistert, weil wir gesagt haben, wow, da hat sich jemand schon mal Gedanken gemacht zu einem Thema, müssen wir schon nicht mehr machen. Im Zweifelfall nehme ich doch natürlich lieber das, was sich schon Spieler ausgedacht haben. Auch ist es ein wichtiges Feedback, wenn sich deutlich bei Spielern und Fans was abzeichnen anfängt, wenn die Spielenden irgendwelche Eindrücke haben und das einfach in mehreren von ihren Publikationen erscheint, heißt das, aha, anscheinend erzeugen wir diesen Eindruck. Und dann musst du entweder, wie Ümit das gerade gesagt hat, sehr gezielt dagegen steuern. Und da war im Zweifel unsere Politik immer, nur dann haben die Fans natürlich recht, dann werden wir uns halt in diese Richtung bewegen, wenn sie das also das Wichtigste bei DSA, bei Rollenspielen ist Worldbuilding. Und das hat ein bisschen nachgelassen bei D&D, aber wir haben das auf zum Exzess getrieben mit Aventurien. Und das ist auch gut so, weil das ist eigentlich bei DSA das Alleinstellungsmerkmal, dass wir eine
wirklich interessante Welt haben. Ja, ja. Eine, die sich auch mal wieder verändert. Wo ja, sich auch was in Nuancen sich die Schwerpunkte, was hat die verändert haben im Laufe der Jahrzehnte. Hadmar fällt ein und der Thomas fällt auch mit ein, aber Orberat, aber insgesamt haben wir eine sauber austarierte Welt. Mhm. Kaum eine andere. Ja. Das ist auch. Und ist in dem Zusammenhang, Entschuldigung, Mayri, weil Hadmar hat eben gesagt, du hast natürlich einmal die Medien, die du konsumierst in erster Linie, wie Filme und Bücher, und dann hast du Rollenspiel auf der einen anderen Seite. Und Rollenspiel ist halt mit starkem Fandom verbunden. Das wirkt teilweise aber auch zurück. Ich will hier einfach mal die Firma West End Games in den Raum werfen. Kennt die noch einer? Die es ja auch in der Form nicht mehr gibt, aber die haben das erste Star Wars Rollenspiel rausgebracht. Auf W6 basierend, mit sehr vielen Publikationen dazu, die in den 80ern, späten 80ern, frühen 90ern Material produziert haben, was dann von Lucas kanonisiert worden ist und quasi die Basis des Expanded Universe bildete. Ganz und viele Namen. Euer nehmen sollen. Ja, hätte man die Schauspieler nicht mehr einsetzen können. Das war das Problem. Ja, ganz, ganz viel an Namen von Spezies und Planeten und wie die zusammenhängen und wer wohnt wo und wie funktioniert da das semi-biologisch und so etwas ist von also denen überhaupt das geprägt worden. Und das ist halt auch klassisches Worldbuilding und natürlich auch über eine Fanbasis mitgetragen. Mhm. Also, ich kann euch mal ein Originalzitat von Mort Wiseman bringen. Das geht um Star Trek. Es geht um das Star Trek-Rollenspiel. Mhm. Das Fasa damals, Thomas, du weißt das noch, Fanpo hat das auch gemacht, das Fasa damals erworben hat. Und Mort Wiseman sagte zu mir, "We brought some sense into the universe." Ja. Yeah. Ja, weil das Universe damals ist natürlich die Original Series nur. Natürlich. Ja. Aber darum geht's, dass Leute, die an Rollenspielen arbeiten, ein richtiges Konzept erschaffen. Ja. Da sind wir bei dem Punkt, dass ja unterschiedliche Medien unterschiedliche sozusagen Detailtiefe haben müssen. Und das Rollenspiel ist von seiner Natur aus mit extrem hoher Detailtiefe angesiedelt. Genau das. Das Rollenspiel ist irgendwo mathematisch. Das Rollenspiel ist kognitiv. Da wird drüber nachgedacht, wie Sachen zusammenhängen. Ja, also Gene Roddenberry war ja berühmt für sein Zitat, als ihn ein Journalist gefragt hat, wie eigentlich das Beamen funktioniert, hat er gesagt, danke, gut. Also das ist für eine Fernsehserie, wo du frontal, vollkommen linear dem Publikum etwas präsentierst, okay. Selbst da haben sich dann ja die Fans sehr schnell Fragen angefangen, warum macht er das eigentlich nicht? Und vor allem, warum macht er nicht das, was er in Folge 62 gemacht hat? Da hat er doch eine Spezialfähigkeit. Aber als Rollenspieler spätestens machst du das, kannst du das nicht mehr machen, weil dann musst du wissen, wie der Transporter funktioniert. Ja, ich vielleicht kann man, muss man hier mal runterbrechen, auch so ein bisschen auf das DSA-Fandom, dass wir vergessen, wir haben ja auch einige Fans gehabt, die später zu wirklichen Autorenbeinen kamen, die so Dinge gemacht hatten, wie zum Beispiel, ich spitze das oder überzeichne das mal so ein bisschen, alle Orte, wo du Champignons finden kannst, zusammenzutragen oder was. Ja, so. Das heißt. Hammer Champignons, bitte. Ja, so, okay, so was geht richtig. So. Also dieser konkrete Fall hat sich so nicht zugetragen, aber ist das Bedürfnis, die Welt zu kennen, zu durchdringen, ist natürlich immer da. Und dagegen steht aber das Bedürfnis der Autoren, dass alles genau dort ist, wo man es braucht. Das heißt also ein erzählerisches Bedürfnis. So, und diese beiden Seiten versuchen natürlich immer wieder zueinander zu kommen. Ich bin natürlich auch glücklich über
ein Projekt, wie zum Beispiel Wiki Aventurica, was halt, wo ich dann heute vielleicht nachlesen könnte, was halt, wo beispielsweise Steineichen wachsen. Ja, so. Wenn ich aber jetzt, was halt Steineichen irgendwo anders brauche, wo es bisher noch nicht publiziert wurde, dann muss es trotzdem möglich sein. Aber ich würde im Zweifel, würde ich den Fans, die Spaß dran haben, was halt, dass man sich an den publizierten Daten was hat gehält, natürlich entgegenkommt, versuchen ein Abenteuer eher in der Region anzusiedeln, als in der, wo ich es vielleicht ursprünglich nicht vorhatte. Also so sind diese wechselseitigen Einflüsse halt. Andersherum, ja. Wenn du dann das Abenteuer schreibst, Steineichen irgendwo anders ansiedelst, dann wirst du nur irgendwie ein, zwei Tage warten müssen, dass in der Wiki Aventurica abgedatet wurde, dass in deinem Abenteuer drin steht, dass Steineichen auch dort und dort wachsen. Ja, und aber gleichzeitig nehme ich die Kritik von 4 bis 5 Leuten hin, die sich ärgern, dass es bislang doch noch nie was halt eine Angabe gab, dass auf den Inseln Steineichen die wachsen. Oder was halt, das ist mal so, es ja, gibt das ist Arten, göttliche Macht. Flup, ja. Flup, flup. Ja, genau. Genau, aber das heißt, was halt so dieses Wachsen und also das Gedeihen einer Welt und das Bewahren der Welt, das sind immer so zwei Aspekte, die ein Fandom die, also ein Spagat, den das Fandom hinkriegen muss, was aber nicht beide Seiten mal glücklich macht, wo man sich aber hoffentlich irgendwann nach einiger Zeit zum Konsens wiederfindet. Weil man es als Autor natürlich eigentlich ganz einfach hat, wenn man vom Kanon abweicht, weil seine Story oder deine Story es erfordert, kannst du ja halt dem Kanon zunicken, indem du sagst, im Gegensatz zur landläufigen Meinung, die Steineichen nur in Nostria und Andergast verortet, wachsen in dieser Oase in der Kom Steineichen, weil ein Handelsreisender aus dem Norden sie vor 300 Jahren mitgebracht hat, was auch immer. Ja. Hast du in einem Nebensatz untergebracht, das bricht zwar den Kanon, das erkenne ich an, schafft aber gleichzeitig ein neues Detail, mit dem wir dann alle. Ja, wobei die Interaktivität ja noch viel weiter geht. Wenn wir als Autoren sowas formulieren wie eine Hexe kann auf einem Besen fliegen, dann diskutieren wir das relativ intensiv ein paar Varianten, aber das kann niemals der geballten Macht von 4000 Spielrunden statthalten, die dann einfach extremste Szenarien durchprobieren. Wie kann die Hexe auch noch fliegen, wenn die Temperatur schlagartig so viel fällt, dass sich Eiszapfen drauf bilden? Was ist, wenn jemand eine Zone von Schwerelosigkeit direkt vor ihr erzeugt? Kann eine Hexe, wie viele Stunden kann eine Hexe auf dem Ding sitzen, bis sie sich einen Wolf gesessen hat? Was weiß ich, all diese Sachen ergeben sich im Rollenspiel automatisch. Und das musst du interaktiv in irgendeiner Form dann wieder berücksichtigen. Wenn dir einfach zurückgemeldet wird, das funktioniert nicht. Also ich gebe zum Beispiel offen zu, ich habe den Schelm als Heldentyp erfunden. Ich war aber auch der Erste, der ein Abenteuer hineingeschrieben hat. Bitte dieses Abenteuer nach Möglichkeit nicht mit Schelmen spielen, weil die machen Geschichten kaputt mit dem Kampf. Ja? Also das kann dir also einfach ständig bei solchen Sachen passieren. Und es gibt nichts, was so brutal ist wie eine bespielte Welt. Testet, was man mit Material machen kann. Ja, es ist nicht deine persönliche Welt, es ist eine Gruppenwelt und ich muss mich den Bedürfnissen aller anpassen. Das ist ja auch etwas, was Fans, was halt vielleicht durchaus mitbekommen, was bei Diskussionen in entsprechenden Foren, wo man vielleicht auch unterschiedliche Standpunkte hat, noch extremer, ihr habt das ja alle miterlebt, ist natürlich, wenn man dann im Autorenkollektiv da zusammenhockt und dann extreme oder deutlich anders geartete Meinungen aufeinander knallt. Ich wollte es gerade auch sagen, ja. So, und da muss man dann auch mal immer klar sagen, immer, ey Leute, tretet alle einen Schritt weit wie zurück. Das ist nicht dein Ding. Ja, so, wenn überhaupt Werners. So, ich wollte gerade sagen, wenn es einem gehört, dann Werner. Genau, so, aber das heißt im Prinzip so, das ist nicht dein Ding, das halt, sondern warum musst du jetzt was halt irgendwie aus reiner Profilneurose unbedingt deine Meinung irgendwie durchsetzen? So, und das war übrigens auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel zum Thema Welt sehr wenig gemacht habe. Damals war auch nicht mehr so viel übrig. Gab noch 4 uns Arten, genau. Da haben wir so ein bisschen ausgetobt, aber sowas Weltdesign, welche Grundlagen vorgibt, das war nie mein Ding. Ich hatte immer mehr Spaß gehabt, dann in diesen Bühnen, die schon angelegt waren, was halt irgendetwas an Abenteuern was halt anzusiedeln und dann zu gucken, wo man dann auch vielleicht Vorgaben kunstvoll brechen kann, um es so auszudrücken. No? Mary, hast du noch irgendwelche Fanfragen? Ich habe gerade die Reaktion, arg, er war es dazu, dass du die Schelme als spielbare
Ich wusste, das sorgt immer für das, was du reingebracht hast. Und tatsächlich, du hast die Schelme quasi als deinen Eingangshebel benutzt. Das ist ja, glaube ich, mit das Erste, was von dir rausgekommen ist, dann im aventurischen Boten, beziehungsweise in dem Havena-Solo-Abenteuer, wo die Schelme dann aufgetaucht sind. Fragt mir jemand, der es weiß, was sagt die Schelme? Also ich hätte bösmäßig gesagt, da lagen Jahre dazwischen, aber durchaus denkbar. Ja. Ein Thema, das wir auch noch auf der Agenda ein bisschen hatten, ist, was wir hier machen, ist auch ein bisschen so, dass so der Nachklapp zu der Doku hinter der Maske des Meisters, wo wir ja mit allen von euch auch schon gesprochen hatten. Bei der die Fans gerne mehr über sich gehört. Wo wir über das Fandom zwar über einzelne Projekte gesprochen haben, aber eben nicht generell über das Fandom so in der Tiefe. Und eine Phase von DSA, über die auch nicht so irrsinnig viel gesprochen wurde, ist die um Anfang 2000 rum. Also als DSA 4 rauskam, noch bei FanPro. Und so sozusagen, was zu dem Zeitpunkt passiert ist, wer daran gearbeitet hat und was die Idee dahinter war. Also ich gehöre zu den Leuten, die damals ihren Charakter umgebaut haben und er konnte auf einmal nichts mehr. Das ist ja wie immer, wenn man die Edition quasi wechselt, ist es immer ein bisschen ein Schock. Wie ist die DSA 4 Edition entstanden? Also was war die Idee dahinter, die, sag ich mal, mehr detailliert auch auszuarbeiten von den Regeln her? Also wir hatten in DSA 3 ja jede Menge Regelergänzungen, die über die einzelnen Regionalboxen, teilweise sogar über Abenteuer verteilt waren. Und es war klar, das Ganze muss konsolidiert werden in irgendeiner Form. Und wir waren schlussendlich nicht mehr so zufrieden mit die ganze Charakter Generierung und das Steigern so zufallsbasiert war. Das war mit der erste Schritt dazu halt wirklich zu sagen, okay, wir brauchen oder wir gehen eine Systemrevision an. Mhm. DSA 3 war zu dem Zeitpunkt dann, als wir die Überlegung gemacht haben, 7 Jahre alt und tatsächlich so zwischen 7 und 9 und 10 Jahren für einen Editionswechsel im Kopf zu haben, ist eigentlich keine falsche Idee. Da werden viele Spieler natürlich sagen, um Himmels Willen, nein, das ist viel zu kurz. Aber wenn man sich andere Systeme anguckt, das ist durchaus normales Maß. Und da haben wir halt ein bisschen, was das System angeht, schon über 1,5 Jahre hin und her überlegt. Der Testballon dafür ist dann halt, sind die Regeln, wie sie in Myranor, in der Boxfassung von Myranor drin waren. Und da war dann natürlich ein Konzept dahinter, auch die Publikationsformen entsprechend zu konsolidieren. Das heißt, auch diese unterschiedlichen Regelboxen mit den verschiedenen Schwerpunktthemen und Regionalbände und Abenteuer in eine bestimmte Form dann neu zu bringen, um auch zu zeigen, ist eine neue Ausgabe. Inhaltlich oder aventurisch verändert DSA 4 ja wenig. Klar, dadurch, dass bei Zaubern spontane Modifikationen möglich sind, dass nicht mehr oder dass wir bei der Zuordnung der Magierakademien zu den Magieschwerpunkten nicht mehr die DSA 2, DSA 3 Magie-Schwerpunkte, sondern neue, anders strukturierte hatten. Klar, das sind natürlich Auswirkungen. Das hat meiner Mirrehammerin das spielbare Genick gebrochen quasi. Boah, das tut mir leid. Darf ich noch einen ganz anderen Aspekt dazu bringen? Wenn ihr das Gefühl habt, dass zu dieser Phase vom DSA relativ wenig kommuniziert worden ist, dann liegt das nämlich auch daran, dass 2000er Jahrtausendwechsel
eine sehr traumatische Phase für uns war. Uli Kiesow ist gestorben und Schmidt-Spieler ist pleite gegangen. Und diese versetzt daherkommenden Katastrophen und die Versuche trotzdem irgendwie weiterzumachen, haben natürlich auch dazu geführt, dass viele Sachen sich verändern. Also ich zum Beispiel habe damals überhaupt aufgehört, weil einfach für mich plötzlich absehbar war. Ich hatte Kinder und es war einfach absehbar plötzlich, dass ich nicht davon leben kann und nicht mit diesen Zukunftsperspektiven. Aber wie das halt schon so ist mit Traumen und Krisen, die machen auch gleichzeitig Türen auf. Ja? Dazu kommt natürlich die Borbarat-Kampagne, hat Ömer und mich massiv beschäftigt. Die mussten wir ja praktisch, also ich meine, ich habe die letzte Sache praktisch dann alleine durchgepowert, habe dann Tom zu Hilfe gerufen. Weil Tom, ich wusste, Tom! Ja, nein, ganz ernsthaft. Ja, das war tatsächlich, das war mein Einstand, was halt in die Redaktion. So, wenn ich hatte ja schon vornehmlich über Hatmas-Mithilfe grenzenlose Macht geschrieben als offizielles Ding, aber dann Rausch der Ewigkeit, muss halt, das war wirklich, stand außer Hatma kein weiterer Autor der Redaktion zur Verfügung. Und dann hat er mich angerufen und ich habe nur gejubelt, gesagt, alles klar, du machst die Schlacht, ich mache noch das letzte Zeichen und den ganzen Übergang. Und wir hatten ja sowieso schon halt wie gesprochen und dann mit dem Schritt war ich in der Redaktion drin. So. Und ich wurde anfangs auch ein bisschen skeptisch beäugt, was halt, also Ümmel, du hast mich auch mal gerne als Schreibsöldner bezeichnet, weil ich auch für andere Verlage geschrieben habe. So, und aber das war natürlich toll. Und aber ich kam dazu genau in dieser traumatischen Phase. Und ich weiß gar nicht, wie ich es sagen darf, wieso, aber das war so, ich bin wirklich mit dem Gedanken reingegangen, das Erbe, dass Uli uns Spielern hinterlassen hat, so wirklich so gut wie möglich was hat fortzuführen, in seinem Sinne auch. Und ich war damals, glaube ich, in der Redaktion auch der Einzige, der seinen Roman damals gelesen hatte. Den hatte bis zu dem Zeitpunkt also noch keiner gelesen gehabt. Was halt für mich war es aber selbstverständlich, dass ich den schon lesen, also dass ich den gelesen habe, logischerweise. Auch weil ich natürlich jetzt mit Hatma am offiziellen Abschluss der Borbarat-Trilogie mit dran saß. Und dann hatte ich so den Eindruck gehabt, dass die Zeit natürlich auch ein bisschen geprägt war. Das war die Zeit, wo Myra nur dann langsam auch kam, wo DSA 4.1 kam und so weiter. Und ich weiß noch, wie ich im Windseitforum dann irgendwann das typische Gemöppere von den Fans, haben wir es halt gelesen, oh mein Gott, kaum ist Borbarat nie zu Ende. Ich glaube, hat man dein letztes Werk, war ja dann auch noch die dunkle Landebox, was halt. Jetzt ziehen sie um nach Myranor. So, und da habe ich gedacht, mein Gott, was ist das für ein fantasieloser Kommentar, was glaubt ihr denn eigentlich? Es waren natürlich viele Kapazitäten über Myranor gerade damals gebunden, aber es war dann schon ein Grund für mich, was halt die Semjana-Trilogie auszurecken. Und habe dann später erst mit Ömel abgesprochen, habe dann was die Lena wieder zugeholt und weil das einfach so ein originär DSA-Thema war, nichts mit Dämonen, die ich selbst nicht mehr sehen konnte, Elfen wirklich nur in Aventurien. Wir wussten ja auch, was halt, dass eigentlich seit elfentechnisch, was halt seit der Filiasson-Tetralogie nicht viel passiert war. Aber wenn man sich dann anguckt, wenn man die Workshops zum Beispiel waren zum Thema Elfen und Zwerge, waren immer proppevoll, während alles andere nur voll war. So, und das war dann genau das. Ich hoffe auch, bis heute bin ich auch immer noch sehr glücklich darüber, diese Idee eingebracht zu haben. Weil ich glaube, es hat allen signalisiert, hier in Aventurien geht es einfach deutlich weiter mit aventurischen Themen und so weiter. Und ja, der Rest hat sich dann ergeben. Und um jetzt noch so die andere Frage aufzugreifen, was ich meine, und die Fans, also für mich persönlich, ich glaube, das aber im Grunde für alle war, wir haben das im Wesentlichen immer gemacht, wegen dieser Begeisterung, die das bei euch auslöst. Für mich war das immer der Stoff, nicht das Geld, nicht der Promi-Status, obwohl ich den sehr geschätzt habe, aber das einfach, was für ein sensationeller Job, ich mache etwas und das löst bei anderen Menschen Begeisterung aus. Wer kann das sonst noch von sich sagen? Oder zumindest Diskussionspotenzial. Also das muss ich an dieser Stelle mal sagen, ich bin dem wirklich unglaublich dankbar und das war das, was mich so tatsächlich, also durchs Finale der Borbarat-Kampagne, das war meine persönliche Monster-Quest, wo ich wirklich emotional das durchhalten muss, das fertig zu kriegen, das habe ich nur aus der Perspektive heraus gemacht, das mache ich für euch. Ich habe euch das versprochen, diese Geschichte, und ich werde das abliefern. Mhm. Und wenn ich es ganz alleine durchziehe, aber zum Glück habe ich dann einen anderen Magier herbeibeschworen, der mir da heldenhaft ein Ritter zur Seite gestanden. Also, die Fans sind
letztlich das Essentielle. Und für diejenigen, die immer wieder das Gefühl haben, wir würden das aus kommerziellen Gründen machen, möchte ich einfach mal ganz drastisch sagen, wenn wir jemals daran interessiert gewesen wären, das kommerziell zu machen, dann hätten wir 1984 ein Abenteuer verkauft mit einem Pappschwert drinnen und hätten gesagt, wenn du eine Waffe in Aventurien haben möchtest, musst du sie bei uns kaufen. Wenn ihr alle vier am Tisch ein Schwert haben wollt, müsst ihr dieses Abenteuer viermal kaufen. Ja? Und wir wissen von zahlreichen Computerspielen und so weiter, das geht, so kann man monetarisieren. Niemand von uns ist jemals auf den Gedanken gekommen. Also auch Neuauflagen von Regeln entstehen nicht aus primär Kommerzüberlegungen, sondern einfach, weil das Bedürfnis, wie du gesagt hast, 10 Jahre... Sag mal, so niemand von uns Autoren ist auf den Gedanken gekommen. Nein, nein. So, ich will das nicht ganz streichen. Natürlich muss auch ein Rollenspiel, was halt muss ein Monetarisierungsaspekt, was hat in sich tragen, das darf man nie vergessen, bei aller Fan-Begeisterung. Wenn das tatsächlich eines Tages ein Rollenspiel sich nicht mehr weit genug trägt, dann war es das damit. So, das ist so, es muss ein monetärer Erfolg und damit eine Breitenwirkung, muss was halt gewährleistet sein, sonst ist es ein sich totlaufendes Projekt. Du hast Produktzyklen, die du halt tatsächlich durchziehen muss. Ob das jetzt über Änderungen in der Welt passiert, wie Zeitsprünge, Zyklen bei Perry Roden oder was auch immer, oder halt über Änderungen am Regelsystem. Aber es muss in einem gewissen Zeitrahmen halt Erneuerung stattfinden, um Interesse tatsächlich auch an diesem literarischen Produktrollenspiel aufrechtzuerhalten. Ich glaube, Werner könnte uns auch einiges erzählen dazu, dass sein Rollenspiel sich auch am Ende verkaufen muss. Jetzt bin ich auch wieder da. Nein, aber es ist so tatsächlich, was Ömer gerade sagte, diese auch für ein Rollenspiel gilt und was halt betriebswirtschaftliche Regeln. Also selbstverständlich war natürlich auch DSA 4. Ich bin damals bei dem Prozess ja gar nicht dabei gewesen. Ich kam dazu, was halt, da war fast schon alles fertig. Da war so und was halt, dass es klar war, das war wichtig nach der langen Zeit, dass nach DSA 3 was kam. Und es war auch am Ende meiner aktiven Schaffenszeit als Redakteur, wurde schon natürlich DSA 5 andiskutiert. Schon einige Jahre, was man machen könnte. So, ich weiß auch, dass zum Beispiel damals Jörg Radar zum Beispiel halt einige großartige Vorschläge machte, wie er sich das mir vorstellte. Wir saßen am Bahnhof. Er kam aber dann natürlich nicht mehr dazu, was halt das, seine Vorstellung einzubringen. Aber es gab Überlegungen, und das ist ganz wichtig, was halt, dass solche Dinge auch bei einem Rollenspiel passieren. Ne? Man hört es immer wieder. Deswegen heißt es so wichtig, was hat, wenn ein Rollenspiel ökonomisch nicht erfolgreich ist, dann stirbt das Fandom. Ja, also das muss man schauen. Also wir haben jetzt ja gerade ein paar Beispiele gehabt. Ich meine, Faser, dass selbst das Star Trek Rollenspiel konnte sterben. Und wenn einfach nicht genug Interesse da ist, natürlich ist der Aspekt wichtig. Ja, es wird dann aber immer noch ein Star Trek Fandom geben, allein wegen der Filme. Aber DSA hat halt vornehmlich nur das Rollenspiel. Das trägt letzten Endes alles. Das trägt auch die Romane, das trägt Computerspiele und so weiter und so fort. Aber wenn es das Rollenspiel nicht mehr gibt, wenn es halt geht, dann wäre ein Ordner. Ja, wir haben ja damals mit Fasa, als wir die enge Zusammenarbeit hatten, immer postuliert, dass wir vom Rollenspiel ausgehend eine Geschichte entwickeln, die in alle möglichen Bereiche geht. Also eine Lizenzierung in alle möglichen Gegenden. Comics, am Schluss natürlich Kino, Film und so. Ne? Aber das ist ganz, 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 ganz schwierig. Romane, das geht. Und Computerspiele, das geht auch viel eher als Film. Film ist auch gar nicht so wichtig. Und tut mir leid, Nico. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn du, ich habe es wirklich am eigenen Leib erlebt, wenn du runter seist vom größten Erfolg, also vom Kinofilm, wird es immer schwieriger, Leute zu begeistern. Eigentlich von unten rauf. Das Rollenspiel oder der Roman ist das Unterste. Und da sind Leute begeistert, identifizieren sich damit.
Und hinterher hast du, wenn du im Kino bist, also ich kann euch nur erzählen, was war das? Spider-Man. Als Spider-Man ins Kino kam, hatten wir von nicht Wizards of the Coast, die andere Firma, hatten wir die Spider-Man-Figuren und wir haben uns da hingestellt in Düsseldorf am Hauptbahnhof daneben beim großen Kino und wir haben keine einzige Figur verkauft, nachdem der Film aus war. Und da kamen hunderte von Leuten raus. Das ist niederschmetternd. Das Rollenspielen. Im Gegensatz dazu sieht das Zimmer eines Fans aus wie das von Tom, wenn man da in den Hintergrund schaut, voll mit Devotionalien. Und die werden auch weiterhin gehegt und gepflegt. Ja. Wir kommen ans Ende. Auch bei Tom sagen muss, das sind auch viele Belegexemplare. Das gehört natürlich dazu. Hallo, ist mein Arbeitszimmer und nicht mein Spielezimmer. Ja. Nur die Autorenexemplare ruhen auf den Regalen. Wir kommen ans Ende von diesem Slot. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich soll vor allen Dingen von mehreren Leuten ausrichten, vielen Dank, dass ihr die Borberat-Kampagne dann tatsächlich, auch wenn es hart war, noch zu Ende gebracht habt und den Tom dazu geholt habt. Sie wird gerade gespielt, sie wird wieder gespielt. Wir spielen sie ja auch gerade. Wird immer noch gespielt, ist unvorstellbar. Ja. Unglaublich, wie viele sie immer wieder anfangen, noch immer. Ja. Und wir hören auch immer wieder von Leuten, die neu dazukommen oder von Fans, die jetzt im englischsprachigen Raum den Erstkontakt irgendwie dann mit Das Schwarze Auge haben oder mit The Dark. Also es gibt doch diese eine Kampagne, erzählt mir doch mal was darüber oder wie kann ich die spielen oder wo finde ich die? Genau, ja. Die bleibt. Das könnte das noch ein Erfolgsrezept sein, da aus der Borberat-Bibel mit Goldschnitt, da wieder eine 7 gezeichneten Redux draus zu machen, die man tatsächlich auch in Lebenszeit spielen kann. Ja, so dumm das klingt, aber solche Sachen hatten wir dann auch gesagt, das wäre doch schlau, wenn man irgendwie den Leuten, die neu dazukommen, eine eingedampfte Version machen kann, was wir jetzt als Let's Play ein bisschen machen, wo es auch sehr schön war, dann mit Thomas zu reden, nachdem wir sein Abenteuer fertig gespielt hatten und haben es gut gemacht. Ich hatte ja auch damals, Mayri hat, ich glaube, die angefangen hat, die ganze Bauer-Kampagne natürlich, ein offizielles Abenteuerprojekt, was so die Fans auch eingebunden hat, hat es auch später nicht mal mehr, was halt beim Jahr des Feuers gegeben. Natürlich war das auch der Versuch, und das hat das den Spielern auch so ein bisschen zu ermöglichen. Aber tatsächlich, wenn ich mir vorstelle, was auch an Fanpublikationen zur Zeit der Borberat-Kampagne, der Entstehungsphase rauskam, mit die alanfanischen Prophezeiungen und so weiter, und sowas, was uns auch als Macher total verblüfft hatte, wow, das war schon, und wohlgemerkt, die Sachen haben wir uns angeguckt als Autoren. Das war, also gerade als der letzte Band dann rauskam, da musste alles aus einem Guss sein, es musste alles passen. Da haben wir natürlich die alanfanischen Prophezeiungen gehabt. Entschuldigung, dass ich das schnell dazwischen sage, weil ich schon vorher gesagt habe, was aus DSA-Fans werden kann. Dennis Randicic, der die alanfanischen Prophezeiungen gemacht hat, versucht hat herauszufinden, was die Zukunft von Aventurien ist, ist jetzt seit vielen Jahren bei der Wiki und bei Google einer der Hochentwickler für Sprach. Deutungssoftware, Experte dafür, wie man die Wikipedia so schreiben kann, dass sie in allen Sprachen sich gegenseitig selbst übersetzt und das gleiche bei Google abwechselt. Weil wechselt gerade von Google wieder zur Wiki zurück. Also der hat tatsächlich das Deuten von Prophezeiungen zu einer Lebensaufgabe gemacht, hat sich dort bei uns als Gesellenstück qualifiziert und spielt heute auf Level. Tatsächlich, da der Aufbau von Ontologien, womit er sich beschäftigt, ist natürlich eine Sache, die für das Rollenspiel, für das Worldbuilding in Rollenspielen und das Storytelling in Rollenspielen extrem wichtig ist. Also tatsächlich gar nicht so weit auseinander, die Fachbereiche. Genau. Ja. So. Also euch müssen ich muss jetzt Autoren werden, es kann auch was Sinnvolles werden. Das ist der Punkt, an dem ich dann jetzt das Ganze beende. Das ist die Version von Get Alive von Hatmar. Ihr müsst nicht DSA-Autoren werden, aus euch was kann auch was Vernünftiges werden. Übrigens, Grüße an das T-Shirt von Tom. Achso. Das T-Shirt von Thomas ist auch ganz groß. Oh ja.
Ja, ja. Fandom verschiedenster Art, dass das mit Handpuppen, T-Shirts und allem auch sich niederschlägt. Ganz, ganz, ganz lieben Dank. Es wird auch gefragt, machen wir das nochmal? Das ist gerade so spaßig. Und dann, ich würde mir auch wünschen, dass wir es wiederholen. Es war ja, mir ein Fest. Wir haben Corona der ganzen in Zukunft häufig so zusammensitzen. Das kann ich mir vorstellen. Oh, ja. Das ist etwas, was, das ist so etwas Gutes, dass wir uns aus der Krise kommen. Das stimmt auch. Also, all ihr schönen jungen Menschen, vielen Dank, dass ihr da wart. Werner, Thomas, Tom, Hartmar. Und ja, bis hoffentlich zum nächsten Mal. Ja, ja. Hat viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ja, bye. Tschüss. Tschüss.